Liebes Publikum, first things first, ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahrzehnt und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Dekade im literarischen Salon der Leibniz-Uni Hannover sowie zu einem Abend aus unserer Reihe Partizip Präsens, die uns dankenswerterweise von der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung ermöglicht wird. Noch vor einem Jahrzehnt wäre mir die Idee, den Direktor des Panzermuseums Munster hier auf dem Salonpodium zu interviewen, einigermaßen, wie soll ich das sagen, skurril erschienen. Militärgeschichte, Panzer, dann auch noch in Munster. Ja, für eine eher linksorientierte Veranstaltungsreihe, wie wir wahrscheinlich eine sind, müffelt das doch allzu sehr so nach Eisernem Kreuz, nach blinder Technikidolatrie und schlimmstenfalls so nach, es war ja nicht alles schlimm. Unseren heutigen Gast kannte ich damals, vor einem Jahrzehnt allerdings schon. Vielleicht kennen wir uns auch schon seit 20 Jahren, ich weiß das gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Jedenfalls arbeitete er damals, fast hätte ich gesagt, in der guten alten Zeit, jedenfalls zu einer Zeit, als es noch kein Netflix gab, in der Videothek, die ich öfter besuchte, als es gut für mich war. Und weil er, das werden Sie heute Abend auch noch erleben, ein äußerst zugewandter und kommunikativer Mensch ist, kamen wir ins Gespräch und blieben im Gespräch. Spannend war zum Beispiel, dass nun so ein Typ ausgerechnet Militärgeschichte in Hannover studierte und irgendwie so gar nicht meinen entsprechenden Vorurteilen irgendwie entsprach. Ich erzähle das, liebes Publikum, damit Sie sich nicht wundern, wenn ich unseren Gast duze und er dann zurückduzt. Alles andere wäre irgendwie künstlich und unauthentisch. Und dass wir ihm, unserem Gast, nun einigermaßen wohlgesonnen sind, das wissen Sie auch schon, wenn Sie unseren Programmtext zu dem heutigen Abend gelesen haben. Aber ich verspreche, vielleicht auch die eine oder andere kritische Frage in petto zu haben, weil so weit darf die Liebe dann natürlich auch nicht gehen. Außerdem haben ja auch Sie, liebes Publikum, im Anschluss an unser ungefähr einstündiges Gespräch hier vorne, haben auch Sie die Gelegenheit, die Fragen zu stellen, von denen Sie glauben, dass ich sie hätte stellen müssen. Sie können dann auch andere Fragen stellen und eigene Anmerkungen mit dem Publikumsmikrofon machen. Aber nun erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Ralf Raths. Vielen Dank. Seit 2013 also leitet Ralf Raths das Deutsche Panzermuseum Munster, eröffnet 1983. Und das ist ja doch schon, wenn man nun mal etwaige Vorurteile beiseite schiebt, eine ziemlich interessante und ziemlich facettenreiche Aufgabe. Es fließen ineinander, unter anderem Geschichte und Militärgeschichte, Technik und Technikgeschichte, Soziologie, Museumsforschung und Didaktik. Und damit sind wir selbstverständlich im weiten Feld dessen, was wir Kultur nennen. Und in dem Maße, in dem der Panzer zur Projektionsfläche wird und in eine so Pass-pro-Toto-Rolle kommt, in demselben Maße ist er selbst auch kulturell kodiert. Ne? Ralf, du bist sogar noch mal ein bisschen weitergegangen und hast den Panzer in einem Interview mal ein Symbol des 20. Jahrhunderts genannt. Warum? Hallo erstmal. Ich muss mich an dieses Mikro gewöhnen, also geben Sie mir ein bisschen Zeit. Das ist sehr, sehr steinzeitlich. Ja. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich rede doch so gerne mit Händen und Füßen. Also ich versuch's mal. Also das Wichtige bei dieser Definition war, es ist ein Symbol des 20. Jahrhunderts. Es ist nicht das, das wurde dann schnell daraus gemacht, sondern es ist ein Symbol des 20. Jahrhunderts, weil das 20. Jahrhundert als ein Jahrhundert massenhafter Gewaltanwendung vielen anderen ähnelt. Aber ein einzigartiges Zeichen dieses Jahrhunderts war, dass wir die Gewaltanwendung eben in diesem Maße maschinisiert haben.
Und da gibt es dann mehrere Symbole. Für manche sind das eben die großen Geschütze des Ersten Weltkrieges, die riesigen Berge von Munition. Ein anderes Symbol, eins von mehreren, ist eben der Panzer als maschinisiertes Gewaltsymbol. Genau. Das war der Gedanke. Und der Hintergrund, wie ich zu diesem, oder warum das so wichtig war, war, beim Panzermuseum ist ganz oft die Frage, die erste Frage, warum ein Panzermuseum? Warum brauchen wir ein Panzermuseum? Das ist ja keine Kultur. Also ich habe jede Menge Fördergespräche geführt, in denen immer die erste Frage war, warum sollen wir das fördern? Und ein grundsätzliches Missverständnis ist, glaube ich, ganz oft gewesen, dass Kultur schön sein muss. Also das ist das, was wir auch nicht sagen. Wir sagen nicht, dass der Panzer erhöht wird zum ästhetischen Kulturgut, obwohl er das für viele ist. Das ist eine Perspektive, die wir abbilden müssen, die wir besprechen müssen. Aber er ist kein Naturding, also ist er ein Kulturding. Und er ist ein Relikt, ein geschaffenes Relikt unserer Geschichte, mit dem wir Dinge gemacht haben, die von höchster Wichtigkeit waren. Sowohl für die große politische Entwicklung als auch für die einzelnen Menschen, die damit betroffen waren. Das heißt, wir haben ein Museum, das Objekte, wie du so schön gesagt hast, pars pro toto hat. Einerseits für riesige politische Entwicklung, ihre gewaltvolle Umsetzung, aber am anderen Ende auch wirklich die Frage, wie ist das, wenn ein Panzer über ein Bein rollt? Das ist eine Frage, die man in anderen Museen unter anderen Vorzeichen übrigens auch stellt. Das Erste, was vielen einfällt, sind diese teilweise sehr obskuren Foltermuseen. Aber wenn Sie ein Bergwerksmuseum haben, ist zum Beispiel immer ein Thema Unfälle, Verletzungen. Also das ist ja auch nichts anderes. Die Gefahr bei dem Ganzen, und das war jetzt gerade versteckt, nämlich es ist nichts anderes, ist, dass man leicht vergessen kann, dass wir etwas zeigen, was sehr wohl etwas ganz anderes ist als alles andere. Wir haben nämlich Objekte ganz eigener Art, nämlich Gewaltmaschinen, Tötungsmaschinen, Vernichtungsmaschinen. Und diese Fahrzeuge sind eben nicht nur Fahrzeuge, sie sind nicht nur Traktoren oder S-Bahnen oder Eisenbahnen, sondern sie sind Instrumente, die gebaut wurden, um Körper zu vernichten, um Menschen zu vernichten. Und das ist in ganz vielen anderen Panzermuseen, von uns gibt es noch mehr weltweit, etwas, was oft vergessen wird. Und das ist etwas, was auch den Leuten, die in Deutschland dankenswerterweise schnell an diese Facette denken, es so schwer macht, uns als Kulturinstitution wahrzunehmen. Wir werden oft in einen Topf geworfen mit anderen Militärmuseen im Ausland, die ganz oft Drums and Trumpets, Preußens Gloria oder dann eben Frankreichs Gloria oder Englands Gloria nach vorne schieben. Und das tun wir eben nicht. Und so kommt dann der Kreis zusammen. Genau. Gloria, gutes Stichwort, aber noch eine Fußnote dazu. Für manche ist der Panzer ein ästhetisches Kulturgut. Mhm. Für dich auch. Gibt es eine Faszination? Hast du eine Objektlibido diesen Monstern gegenüber? Nicht wirklich, aber das liegt auch daran, dass ich grundsätzlich Technik eher nicht so faszinierend finde. Was ich spannend finde, sind Aspekte der Technikästhetik. Also die Fahrzeuge sind ja designed, es ist ja Industriedesign. Es sind Maschinen, die in eine Form gebracht wurden, um eine Aufgabe zu erfüllen, aber diese Form wurde ja gewählt und diese Form wirkt auf Menschen. Das heißt, wir haben beispielsweise Panzer, deren Form von Laien erkannt wird, die sonst nichts mit Panzern am Hut haben, die aber diese Form erkennen. Das heißt, es gibt da ein Industriedesign, das irgendwie in den Köpfen von Menschen angekommen ist, obwohl sie nicht das Geringste mit Panzern am Hut haben. Das finde ich dann faszinierend. Also wie modernes Industriedesign wirkt und wiedererkennbar ist. Sowas finde ich beispielsweise interessant. Es ist auch spannend, wie die Maschine auf die Psyche wirkt. Also beispielsweise durch Aspekte wie Größe, Kraft, Lautstärke und solche Sachen. Aber ich persönlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Okay. Wir beginnen mal mit einem kleinen Film, einem Ausschnitt aus 5 Minuten aus einem Beitrag, den du im Dezember in den YouTube-Kanal, Anfang Dezember, in den YouTube-Kanal deines Museums gestellt hast. Und damit Sie, liebes Publikum, das einordnen können, das ist schon eine eminent große Öffentlichkeit, die du damit erreichst. Mehr als 47.000 Menschen haben diesen YouTube-Kanal abonniert. Damit bist du mit Abstand das erfolgreichste deutsche Museum auf YouTube. Bei Facebook sieht es genauso aus. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Dieses fragliche Video wurde bis gestern Abend knapp 150.000 Mal angeklickt. Und wir im Salon haben so lange überlegt, ob wir das zeigen. Es ist kontrovers, es sind unangenehme 5 Minuten. Aber wir dachten, was der Rat seinen Followern zumutet, müssen wir
auch Ihnen, liebes Publikum, zumuten können. Außerdem enthält das Video eine Menge der ganzen Aspekte deiner Aufgabe, die ich eben erwähnt habe. Und was aber noch wichtiger ist, aus meiner Sicht verrät der Film eine bestimmte Haltung, mit der du an deine Aufgabe rangehst. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben neulich die Frage diskutiert, darf man das sagen, die beste Armee des Jahrhunderts? Kann man das sagen, die beste Armee des Jahrhunderts, darf man das? Zeiten der politischen Korrektheit. Aber wer, wenn nicht wir im Panzermuseum, darf das sagen? Militärmuseum, wir machen Militärgeschichte und wir sollen Urteile fällen. Und so ein Urteil wie die beste Armee, wer, wenn nicht wir? Sagen wir mal ehrlich, wir wissen doch alle, wovon wir reden. Wir reden von einer Armee, die wie ein Sturmwind durch Europa gefegt ist. Eine Armee, die zu ihrer Zeit ihresgleichen gesucht hat, die so viel geleistet hat, die einen Kampfgeist hatte, eine Tapferkeit, die so in Europa überhaupt nicht gekannt wurde vorher oder lange Zeit danach nicht mehr, die losmarschiert ist mit diesem Kampfgeist und einen Gegner nach dem anderen überrollt hat, aber nicht nur damit, denn Kampfgeist alleine, der reicht nicht ewig. Irgendwann läuft man sich im Feuer des Gegners auch tot, wenn man nur Kampfgeist hat. Diese Armee hat neben diesem unvergleichlichen Geist, der sich aus dem Glauben an die eigene Nation, an die eigene Idee, an die Gemeinschaft und die revolutionären Ansätze des eigenen Staatswesens, neben diesem Kampfgeist hatte sie auch noch neue Verfahren. Also da wurde nebenher wurden neue Kampfverfahren entwickelt. Diese Verfahren sind bis heute gültig. Wir reden über Kampfprinzipien, die bis ins 21. Jahrhundert heute noch beispielsweise von der Bundeswehr, aber auch der US Army und so weiter genutzt werden. Früher der Kampf der langen Linien gegeneinander durch Feuerkraft. Und diese Armee entwickelt einfach mal so die Idee der Stoßkraft, des Einbrechens mit massiver Stoßkraft, mit Führung von vorne in die feindlichen Linien, durchbrechen, ausbrechen. Das war völlig neu, das hat den Gegner geschockt. Und das ist nur die taktische und operative Ebene. Das ist nur die taktische Ebene. Auf der operativen Ebene war diese Armee auch wegweisend. Die haben mal eben das Prinzip der Division erfunden, also der sich selbst erhaltene, zum selbstständigen Kampf befähigte Großverband. Das haben die einfach so erfunden und sind damit losmarschiert und haben dann mit diesem Kampfgeist und den taktischen Verfahren in den Divisionen Europa überrollt. Das ist eine Leistung, die ist einmalig gewesen. Klar, es gab auch jede Menge Schwächen. Die Logistik war immer so ein Punkt. Wenn Sie heute fragen, naja, ist das die beste Armee der Welt, dann sagen die Kritiker oft gleich, ja, gut, tapfer waren sie. Und modern waren sie auch in ihren Verfahren. Aber das mit der Logistik haben sie nie so richtig hinbekommen. Die konnten diese Massen, die sie aufgestellt haben, gar nicht richtig ernähren. Ja, stimmt, stimmt. Aber da hat die Armee auch wieder Flexibilität bewiesen, hat gezeigt, dass man mal ein bisschen, ja, auch mal eine Regel brechen muss, hat sich aus dem Lande versorgt, hat wieder angefangen zu requirieren und die Soldaten vor Ort zu versorgen mit dem, was zu finden war. Und ja, das hat nicht jedem gefallen, aber das hat funktioniert. Technologischer Fortschritt war übrigens nie der Riesenvorteil. Das wird ja auch oft gesagt. Ja, die hatten irgendwie Superwaffen oder Supertechnik. Hatten sie nicht. Waffentechnisch waren sie kaum weiter vorne als die anderen. Und technologisch, ja, da gab es ein paar Fortschritte. Aber die waren im Regelfall auf Feldern, wo man sie nicht erwarten sollte. Beispielsweise bei der Logistik. Entschuldigung, bei der Fernmeldetechnik. Wenn diese Armee etwas nach vorne gebracht hat, dann Fernmeldetechnik, da war sie richtig gut. Und diese Armee, die also jetzt mit dieser enormen Tapferkeit, mit diesem Glauben an Ideale loszieht, fegt, wie gesagt, wie dieser berühmte Sturmwind durch Europa, sorgt dafür, dass ein Land nach dem anderen kapituliert. Ein kurzer Krieg nach dem anderen, eine Schlacht nach der anderen, ein Gegner nach dem anderen wird blitzartig niedergerungen. Mit unvergleichlichem Geschick werden die nacheinander niedergerungen und dann kommt das Endkapitel der Geschichte, der Feldzug nach Osten, nach Russland. Und das ist der Punkt, wo auch diese Armee mit allem, was sie hatte, mit dem Kampfgeist, mit dem Glauben, mit den taktischen operativen Verfahren, kommt ans Ende, weil das riesige Land, die Menge der Feinde, die Taktik der verbrannten Erde oder die operative Grundlage der verbrannten Erde, das bringt sie ans Ende. Denn die Russen ziehen sich immer weiter in die Tiefe Russlands zurück. Die Armee marschiert hinterher, aber wird natürlich immer weiter geschwächt durch Kälte, durch Hunger, durch dauernde Angriffe. Und beschließt dann irgendwann, den Rückzug anzutreten und wird in den völligen Untergang getrieben. Aber das ist ein Punkt, wo man sagen muss, das hätte jede Armee überfordert. Also das tut dem Urteil keinen Abbruch, es bleibt die beste Armee. Natürlich hat das nicht funktioniert, aber das hätte keine Armee der Welt geschafft. Trotzdem bleibt diese Armee die beste Armee ihres Jahrhunderts.
mit diesen Erneuerungen, die sie gemacht hat, dieser besonderen Tapferkeit, dem Glauben und den Siegen, die sie eingefahren hat. Es ist die beste Armee ihres Jahrhunderts gewesen, da gibt es nichts zu diskutieren, das wissen doch alle. Und deswegen sollte man auch den Anstand haben und die Aufrichtigkeit haben und sagen, die hat einen Namen, die kann man beim Namen nennen als die beste Armee der Welt. Es ist nun mal die französische Armee 1792 bis 1815, die Armee Revolutionnaire Française oder später unter Napoleon die Grande Armée. So, ich hoffe, es hat jetzt bei einem von Ihnen funktioniert. Wer von Ihnen hat denn an die Wehrmacht gedacht? Jetzt mal ganz ehrlich. Sie machen mich ja froh, wenn Sie es zugeben. Dankeschön. Danke. Also, ich verliere jetzt mal ein paar Worte dazu. Ne? Ich hoffe, ich wirklich nicht ab. Oder willst du dein Drehbuch jetzt? Komm. Nee, egal. Also, natürlich habe ich Fragen. Ja. Also kurz zur Einordnung. Das Video hat bei YouTube diesen wunderschönen Titel: Der Direktor des Deutschen Panzermuseums spricht Klartext. Alles in Großbuchstaben, damit es richtig geschrieben ist, mit Ausrufezeichen. So wie man das halt macht bei YouTube. Genau, wie man das macht bei YouTube und wie man es vor allen Dingen in der neurechten Szene so gerne macht. Das ist endlich mal Klartext gesprochen, endlich sagt's mal einer. Und das war auch das, weswegen ich das so lange mit mir rumgeschleppt habe, weil wir natürlich mit diesen Erzählungen immer zu tun haben. Einerseits diese Wehrmachtverherrlichung, die tatsächlich von immer Jüngeren auch gemacht wird, weil die Erlebnisgeneration ja sowieso langsam passé ist und die Söhne ja und die Töchter ihren Kampf mit dieser Generation hatten. Aber die dritte Generation ist jetzt die, die das einfach bewusst wählt und den ersten FC Wehrmacht zu ihrem Sportverein gewählt hat und die jetzt hingehen und die Wehrmacht großartig finden und das auch wie ein Sportverein quasi nach vorne tragen. Und das geht dann Hand in Hand mit dieser neurechten Opferlamm-Ideologie. Man darf nicht sagen, wir sind so unterdrückt und es muss mal einer Klartext sprechen. Und da geht jetzt halt viel bei YouTube gerade. Und ich habe mich lange damit befasst, wie ich das aufnehme und das mal so ein bisschen unterlaufe. Und der Gedanke, dass man eben die Erzählungen über die Wehrmacht mit der französischen Armee gleichsetzen kann, um es dann am Ende in so einem vor den Kopf schlagen, auflaufen zu lassen, das hatte ich relativ früh, aber die Frage war, wie man das dann umsetzt. Und was wir jetzt abgebrochen haben, um sie nicht allzu sehr zu langweilen, ist, dass dann nicht 12 Minuten, glaube ich, noch, ne? Dann noch 12 Minuten Erklärungen folgen, in der klargemacht wird, dass halt so vereinfachende, emotionalisierende, romantisierende, überhöhende Erzählungen deshalb sinnlos sind, weil man sie auf alles anwenden kann. Weil sie halt nur emotional wärmen, wenn sie möglichst einfach gehalten werden und dann keinen Erkenntniswert mehr haben. Und das Schöne war, dass die 1500 Kommentare größtenteils waren, ja, total cool, also spannend, ich bin auch drauf reingefallen, habe was gelernt. Und was mir aber persönlich sehr viel Freude gemacht hat, waren die Leute, die offensichtlich immer in den ersten 5 Minuten gleich getippt haben, ja, ich sag das mal, super, toll, fantastisch, die Wehrmacht, toller Verein. Das war mal so, dann kamen irgendwelche Leute, die halt normale Kommentare machen, ihr habt das nicht zu Ende geguckt, oder? Und das war dann der Moment, wo wir tatsächlich auch mal gesagt haben, wir benutzen diesen YouTube-Kanal auch mal, um wirklich mal ein bisschen Freude zu haben, tatsächlich. Aber es gab keinen konkreten Anlass, dieses Video zu machen. Irgendwann nein, nur eine dauernde Gehre. Der erste FC Wehrmacht, ging der irgendwann. Ich bin total. Also irgendwie, ich musste dieses Magengespür loswerden und das ging dann so am besten. Genau. Mhm. Also es gibt tatsächlich auch im Umfeld des Museums Leute, die tatsächlich diese, ja, wie beschreibe ich das jetzt? Es ist gar nicht so sehr der Versuch, die Geschichte komplett umzudeuten, sondern dieses, ja, wenn man mal genau hinguckt, ist es ja schon irgendwie anders gewesen. Also die Fragen, die nicht der einer fachlichen Revision der geschichtswissenschaftlichen Erzählung dienen. Man muss ja immer neu fragen. Man kann ja Geschichte immer neu schreiben. Jede Generation stellt ihre eigenen Fragen. Keine Frage. Aber die halt offensichtlich nur dazu da sind, zu sagen, ja, wenn man es mal genau nimmt, könnte man es aber auch anders erzählen. Und solche Leute sind halt, gehören in das Umfeld des Museums und tauchen bei YouTube auf. Und da war dann so, da bin ich, glaube ich, mit drüber gestolpert und hat es mir gereicht. Das war so. Dennoch hat mich eins so ein bisschen irritiert an diesem Video, dessen Witz ich vollumfänglich rotieren kann. Aber mir scheint, dass die Art und Weise, wie du über Kampfgeist sprichst, über Tapferkeit, Kameradschaft, auch in anderen Videos, in dem jetzt kam das Wort, glaube ich, nicht vor, aber auch über Ideale, nicht ironisch war und echt war, also mit Respekt und aufrichtig, um nicht zu sagen positiv. Während ich als brutaler Antimilitarist all diese Begriffe erstmal unter Ideologieverdacht stellen würde und schon da so eine Ernst Jüngerartige Gefahr sehe, hier sozusagen beginnen, den Krieg
irgendwie schön zu färben oder so. Ja, diese Männlichkeitssachen und die Tapferkeit. Ich meine, ich habe kein Problem mit dem Wort Tapferkeit, wenn ein Fünfjähriger seinen Zahnarztbesuch gut übersteht. Aber hier ist ja eine andere Tapferkeit, nämlich die vor dem Feinde gemeint und die erst die wahre Männlichkeit herausbringt. Und das geht nur im Schütze und so weiter und so weiter. Sehe ich das richtig, dass du weniger Probleme hast als ich, diese Worte positiv, affirmativ vielleicht sogar zu benutzen? Ja und nein. Also, das hat natürlich wieder zwei Seiten. Das erste ist, da wir uns mit den Armeen der Vergangenheit beschäftigen und für die zur Ereigniszeit Aspekte wie Tapferkeit und Kameradschaft positiv aufgeladene Werte waren, müssen wir uns erstmal damit beschäftigen und die erstmal referieren. Ich persönlich nehme die deswegen nicht an, muss aber natürlich erstmal darüber referieren und davon reden. Davon reden heißt aber nicht, dass ich es in mich aufnehme automatisch. Das würde ich jetzt erstmal vor mir weisen. Ich glaube aber, dass man durchaus die Tapferkeit kritisch angehen kann, wenn man sie erstmal, wie gesagt, aus der Zeit herausnimmt, betrachtet, hinterfragt, ob das ein Wert sein kann, solange, und das ist eben das, was wir im neuen Museumskonzept eben auch machen wollen in der Zukunft, solange wir dem gegenüberstellen, was auch dazu gehört, nämlich die Tatsache, dass Tapferkeit als sozialer Gruppendruck benutzt werden kann und auch wurde, dass er als Verführungsmittel benutzt werden kann und auch wurde und dass die andere Seite der Tapferkeit nämlich eben auch die Tatsache ist, dass wenn man Pech hat und einen halben Meter weit zu links gelaufen ist, man eben mit aufgerissenem Bauch auf dem Feld liegen bleibt. Das gehört auch dazu. Ich weiß nicht, ob mich das dann dir näher bringt oder nicht. Ich würde es nur schwierig finden, das Wort von Anfang an negativ zu besetzen. Kritisch distanziert, ja. Aber das würde ich dann eher in zwei Seiten aufteilen. Das ist aber so ein Dauerthema, das wir immer haben bei uns im Museum. Mir ist lieber, man benennt zwei Aspekte, positive und negative, und lässt dann, und das ist ja auch typische Museumsarbeit, und lässt am Ende die Besucher dann zu einem Schluss kommen, indem wir beides anbieten. Positive Aspekte des Kriegs. Ja, natürlich. Hat der Krieg positive Aspekte? Nein, aber ja, hat er. Aber du warst jetzt gerade bei Tapferkeit und Kameradschaft. Und da ist es eben so. Zum Beispiel Kameradschaft ist etwas, was Leuten Halt geben kann, Identität geben kann, Glück geben kann. Dir vielleicht nicht, mir vielleicht nicht. Anderen mehr, manchen weniger. Es ist auf jeden Fall auch ein Mittel, um Leute auszugrenzen. Aber wenn du dir die Legion von Memoiren anguckst, aus den Weltkriegen beispielsweise, dann ist das offensichtlich etwas, was gerade den einfachen Fußsoldaten auch wichtig war. Dass sie ihre Kameradschaft hatten, dass sie zum Beispiel auch Tapferkeit als einen Wert in ihrer Gruppe umgesetzt haben, gelebt haben, dadurch Erfolge hatten, soziale. Und wenn wir dann hingehen und sagen, ja, schaut her, das ist aber auch benutzt worden, um dies und das zu erreichen, politisch, sozial und kulturell, ist das auch richtig. Aber es macht ja den anderen Aspekt nicht unwahr. Mhm. Er ist auch da. So die Gnade der späten Geburt. Die man dann vielleicht auch mehr schätzen kann, weil das ja natürlich dann genau auch die Frage aufwirft, wohin will das Museum und welche Geschichte will es erzählen. Mhm. Und da sind wir zweifelsfrei. Unsere Geschichte ist, oder unsere Grundüberzeugung, die auch im Leitbild niedergelegt ist, ist, dass der Frieden, wie in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ja verfasst, als ein hohes Endziel in seinen selbst, also als seiner selbst, auch etwas ist, was das Museum unterfüttern, fördern und voranbringen möchte. Ja, tatsächlich, genau. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum wir in der neuen Ausstellung, ich erkläre gleich, was es immer mit dieser neuen Aufstellung hat, das ist etwas, was wir bald machen wollen, beispielsweise diese ganzen Sachen wie Leiden und Sterben in einem viel höheren Maße repräsentieren werden als die meisten anderen Militärmuseen, die ich kenne. Genau. Das müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen zwecken, damit ihr es sehen könnt. Ja, wir sind ein bisschen im Bild, ne? Ich greife jetzt mal ein bisschen. Willst du mal kurz vor? Da steht, wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg, Walter Benjamin 1926. Das ist aus einer Buchrezension, die er verfasst hat. Die er sehr wütend verfasst hat. Das war so eine deiner ersten Aktionen, die vielleicht auch ein bisschen die Haltung verraten. Ja. Deine Haltung, von der ich gerade so ein bisschen nominos gesprochen habe, mit der ich den Film angekündigt habe. Jetzt ja. Also kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen, ja, sehr gerne, präzisieren, weil das, und darfst du überhaupt eine Haltung haben? Ja. Schlimmstenfalls bist du am Ende sogar subjektiv. Ich könnte sogar politisch werden, wenn es krass wird. Ja, ja. Darfst du das denn als öffentliche Aufklärung? Also wir klären das mal vorneweg, weil wir können uns nachher viele Fragen ersparen, weil das ganz oft eine Fehleinschätzung ist. Museen sind nicht neutral.
Sie sind kulturell und sozial nicht, sie sind es auch politisch nicht. Und sie haben auch nicht den Anspruch, es zu sein. Es gibt nirgendwo ein Neutralitätsgebot für Museen. Es gibt, soweit ich weiß, auch keine nennenswerte Fraktion in der Weltgemeinschaft der Museumsverbände, die das fordert. Museen sehen sich als politische Akteure. Sie tun das mehr oder weniger. Sie tun es natürlich mehr, wenn sie ein Panzermuseum sind. Sie tun es weniger, wenn sie jetzt eine Heimatstube in Buxtehude sind. Wobei sogar die natürlich sich, wenn sie gut geführt ist, bewusst ist, dass sie an der politisch-gesellschaftlichen, am politisch-gesellschaftlichen Bild auch mitarbeitet. Jeder Heimatstube tut das auch. Also das erstmal vorneweg. Wir sind nicht neutral. Walter Benjamin hat diese Buchkritik in einem sehr erregten und wütenden Pazifismus geschrieben. Und das ist, den Pazifismus nehme ich nicht an, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir den Frieden befördern wollen. Und das eben auch manchmal sehr wütend. Deswegen passt eigentlich dieses Zitat mit dem Video ganz gut zusammen. Denn er hat gesagt, sinngemäß in dieser Rezension eines Buches, dass es schlimmer ist, scheinkritisch über den Krieg zu reden, als gar nicht über den Krieg zu reden. Also es kamen in den 20ern so ein paar Bücher raus, die scheinbar kritisch den Weltkrieg diskutiert haben. Und er hat sinngemäß gesagt, dass es dadurch sogar noch schlimmer wird, weil dann man sich dem Krieg als Mittel wieder zuwenden kann, weil man ja seine Kritik gemacht hat und sich sozusagen also zu einer bewussten Entscheidung gekommen ist, den Krieg wieder als Mittel wahrzunehmen. Und man hat das durchdacht und man wirft sich dann am Schlachtfeld. Aber das sei eben eigentlich nur letztlich ein Instrument, das die herrschenden Mächte wieder benutzen, um die jungen Menschen aufs Schlachtfeld zu treiben. Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg, war dann die Substanz, die gesagt hat, der rede ehrlich vom Krieg. Das ist das, was das sagen soll. Wer wirklich beschreibt, wie der Erste Weltkrieg war, das ist der Fixpunkt, dieses industrielle Massenschlachten auf den Schlachtfeldern, vor allen Dingen an der Westfront in seiner Vorstellung. Wer das ehrlich beschreibt, der kann es schaffen, dass die nächste Generation so schockiert ist, dass sie nicht mehr in den Krieg will. Ja, wer vom Krieg ehrlich spricht, der kann den Frieden erreichen. Genau, das war's. Ich will mich immer so kurz fassen, damit wir nicht ewig an einer Sache hängen. Bist du Pazifist? Nein, weder privat noch politisch. Warum nicht? Weil ich der Überzeugung bin, dass es tatsächlich Momente gibt, in denen die Waffengewalt das kürzere Übel ist mit dem längeren Nutzen. Und das ist das alte grüne Problem von nie wieder Auschwitz und nie wieder Krieg. Du machst auch, kann man bei dieser Gelegenheit auch mal erwähnen, bist auch Kampfsportler? Mhm. Ja. Aber klassischer Kampfsport, der zur inneren Ruhe führt und zur Ausgeglichenheit. Ach so. Nicht dieses moderne. Aber auch ein Kampfsport, der den Frieden. Der den inneren Frieden dient, genau. Der den inneren Frieden will. Gujuryu-Karate. Ich suche mal das Zitat, das ich jetzt hier. Oh. Und du postest auch privat immer ganz, ganz ordentlich, unter anderem ein Zitat eines Kampfsportlers namens Tim Larkin. Oh ja. Oh ja. In a civilized society, violence is rarely the answer, but when it is, it's the only answer. Also, in einer zivilisierten Gesellschaft ist Gewalt selten die Antwort, aber wenn sie es ist, ist sie die einzige Antwort. Cool. Ich kenne den Kontext jetzt nicht groß. Ich nehme an, der hat das eher so auf Streetfight oder so bezogen. Kannst du dieses Zitat in dem großen makrokosmischen Krieg- und Friedenszusammenhang stellen und bejahen oder verneinen? Du kannst aber auch Fragen stellen. Also der Kontext dieses Zitats war tatsächlich die Situation, dass man, wenn man alles getan hat, so kritische Situationen zu vermeiden, sich nicht in schlimme Gegenden zu bewegen, niemanden zu reizen, zu versuchen zu flüchten und die Polizei zu rufen und Zeugen zu aktivieren. Wenn es dann nicht mehr geht, dann ist die einzige Option eben Gewalt auszuüben oder halt alles über sich ergehen zu lassen, was die andere Person vorhat. Und genau dieselbe Situation haben wir hier eben auch. Also eine Notwehrsituation. Korrekt, ja, korrekt. Aber Notwehr ist, und das ist eben der Punkt, weswegen Larkin ein so guter Autor ist, wir sagen solche Sachen wie Notwehr, aber durchdenken sie nicht. Was bedeutet Notwehr ganz konkret? Ja. Und was traut man sich in der Notwehr zu machen? Und das ist letztlich dann auch wieder die Frage in der großen, wie heißt das genannt, kosmopolitisch-globalen Frage nach Krieg und Frieden. Natürlich können wir das westliche Bild von Liberalität, Offenheit und Menschenrechten super gut finden, auch mit Worten flammend verteidigen. Aber wenn irgendwann tatsächlich aus irgendeiner Richtung die Panzer rollen, musst du dich halt entscheiden, ob du das in Ordnung findest, dass die halt durch deine Straße rollen oder ob du was dagegen tust. Darauf läuft es hinaus. Es ist halt, so zynisch es ist, die alte, dreckige Frage, die früher bei den Wehrpflichtgesprächen immer geführt wurde.
die damals natürlich mies war, aber letztlich ist es die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und ich habe, das vielleicht nochmal dazu, ich habe hohen Respekt für Leute, die sagen, ich entscheide mich, das so zu sehen und den klassischen Pazifismus durchzuleben und zu sagen, wenn beispielsweise, was nehmen wir, wenn ich hätte jetzt beinahe wieder Russland gesagt, weil es aus meiner technischen Arbeitssicht das passendere Beispiel ist, aber wenn Trump jetzt tatsächlich in die Diktatur und Autokratie abgleitet und sich dann überlegt, dass wir dann irgendwann mal Europa wieder einnehmen und die hier auftauchen, gut, dann muss halt jeder überlegen, was er macht. Und wenn dann jemand sagt, er nimmt die Waffen nicht auf, weil er glaubt, es ist das größere Übel zu kämpfen, hat meinen vollen Respekt, aber ich glaube, dass man sich überlegen muss, für welche Werte man letztlich dann einsteht mit einer Waffe in der Hand. Um nochmal auf das Walter Benjamin-Zitat zurückzukommen, der Rede vom Krieg, aber wie soll man und wie darf man vom Krieg sprechen im Allgemeinen und wie tut es ein Ralf Rath in seinem Museum im Besonderen? Klärst du auf, betreibst du Geschichtsaufklärung, also vertreibst Geschichte oder erzählst du eher Geschichten? Oder nichts, beides oder gar nichts? Beides. Also ich schiebe jetzt mal kurz diesen Monolog über den Umbau ein, damit die Leute wissen, wo das Haus steht. Das ist mir mal ganz wichtig. Das Panzermuseum gibt es seit 1983 und wir sind eigentlich ein besseres Autohaus. Also wenn Sie bei uns reinkommen, haben Sie große Hallen, in denen viele Autos stehen, an denen oben Kanonen montiert sind. Dann gehen Sie durch und wenn Sie rausgegangen sind, dann haben Sie viele Autos gesehen, auf denen oben Kanonen montiert waren. Was wenig stattfindet, wenn Sie keine Führung haben, die exzellent sind und multiperspektivisch und kritisch, oder keinen Audioguide, die jetzt leider alle kaputt sind. Wenn Sie das nicht haben, dann sehen Sie das, ein Auto nach dem anderen. Was es eben gibt, sind diese Führungen. Es gab einen Audioguide und es gab auch ein paar Sprengler in der Ausstellung, wo wir versucht haben, eine multiperspektivischere, kritischere Erzählung zu machen. Die sind jetzt geschlossen worden aus Sicherheitsgründen, also tatsächlich aus waffenkontrollrechtlichen Gründen. Und wo wir aber eigentlich hinwollen, ist, das Museum komplett umzubauen. Das heißt, wir nehmen seit mehreren Jahren Anlauf, dieses Museum im Prinzip komplett abzureißen. Also nein, anders, erst leer zu räumen, dann abzureißen, dann neu zu bauen und dann komplett neu aufzustellen. Und das bedeutet, sowohl von der inneren Konstellation als auch eben von der gesamten Ausstellungsgestaltung und der gesamten Erzählung. Und jetzt komme ich auf deine Frage, das Narrativ, das wir drin haben. Und das Panzermuseum wird im Prinzip zwei Narrative haben. Das eine wird ein Hauptnarrativ sein, das tatsächlich erstmal erklärt, wie Panzer eingesetzt wurden in den 100 Jahren ihrer Existenz. Das ist erstmal für viele interessant. Für viele ist es nicht interessant, aber es ist unsere Aufgabe, das abzubilden. Für viele ist auch nicht interessant, wie Salzwiesenwirtschaft vor sich ging oder wie Pianos in Ostfriesland gebaut wurden. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir Häuser haben, die diese Geschichten aufbewahren und die Objekte dazu aufbewahren. Wir bewahren eben Panzer auf und erklären, wie sie in den 100 Jahren, in denen sie eingesetzt wurden, eingesetzt wurden. Das ist dann sozusagen die Hauptlinie, das Hauptnarrativ, denn irgendeine Erzählung brauchen sie. Das wird sich aufgliedern in einen Technikbereich, damit man einfach erfährt, genau wie im Bergwerkmuseum oder im Eisenbahnmuseum, wie rollt ein Panzer, wie dreht sich der Turm, wie kommunizieren die Menschen in dem Panzer miteinander. Technik, wie funktioniert das einfach? Und das ist das erste Drittel. Und in den zweiten Drittel, wenn man sozusagen ausgestattet ist mit dem Fachwissen, was man braucht, um die Objekte, die man dann sieht, auch einordnen zu können, dann kommt die Geschichte der Panzer durch 100 Jahre. Das ist die Hauptebene. Die zweite Ebene, die mein persönliches Baby so ein bisschen ist, wo ich persönlich emotionaler involviert bin, das sind dann die verschiedenen Geschichten drumherum. Viele, viele verschiedene Geschichten drumherum. Eine Geschichte wäre beispielsweise... Das wollte ich ja gerne. Eine Geschichte, und jetzt kommen wir gleich zum härtesten Thema, ist eben dieses Leiden und Sterben. Also Panzer sind dazu gemacht, um zu töten. Menschen leiden und Menschen sterben an Panzern. Alles, was Sie drumherum hören an Erklärungen für die Verteidigung der Freiheit und so weiter, auch alles richtig. Aber das Mittel ist immer, oder durch Abschreckung, aber der Kern am Ende ist immer der Gewehrlauf, aus dem die Macht kommt. Da ist er wieder. Das heißt, wir müssen, wenn wir Panzer ausstellen, einerseits können wir natürlich erzählen, es ist spannend, dass die Wanne des M48, den Sie da sehen, gegossen ist, weil das sehr schwierig ist, das hinzubekommen. Das ist auch richtig, das ist auch wichtig. Aber wir müssen eben, damit wir unserem eigenen Anspruch gerecht werden, die Eigenart dieser Fahrzeuge zu zeigen, nämlich ihre Tötungsmaschineneigenschaft, müssen wir über Töten und Sterben reden.
Und eine dieser vielen Geschichten, deswegen haben wir das Foto heute mitgebracht, ist der Bodytank. Den nehme ich mal als Beispiel dafür, damit Sie ein Gefühl haben, was eine von diesen Geschichten sein kann. Die meisten von Ihnen werden wissen aus den Medien oder sonst woher, dass das United States Marine Corps, Sie sehen es hier vorne am Kotflügel, USMC, diesen Ansatz hat, niemanden zurückzulassen. Kein Mann wird zurückgelassen, mittlerweile auch Frauen. Das bezieht sich auch auf Leichen, auf tote Körper, auf tote gefallene Freunde und Kameraden. Wenn Marines weggehen von einem Schlachtfeld, nehmen sie die Leichen mit. Das versucht jede Armee, aber die Marines haben daraus einen regelrechten Kult gemacht. In Vietnam haben die Marines Panzer eingesetzt. Sie haben Patrouillen gefahren, sind also rausgefahren. Das war nicht immer der Dschungel, den man aus den Filmen kennt, wie man hier sieht. Das ist eine schöne Graslandschaft, aber die Panzer waren mit dabei. Wenn diese Patrouillen aus Fußsoldaten und Panzern in Feuergefechte geraten sind und diese Gefechte gewonnen haben, waren am Ende Marines gefallen. Die mussten zurück. Natürlich werden diese Körper und ihre Ausrüstung, die Gewehre, die Ausrüstung, die Rucksäcke und so weiter, auf die Maschinen geladen, auf die Panzer geladen. Zu diesem Zweck, um zu bestimmen, wer wen mitnimmt oder wer was mitnimmt, haben die Panzerkommandanten gewürfelt. Haben sich hingesetzt und haben gewürfelt mit sechsseitigen Würfeln, um rauszufinden, wer die Körper aufladen muss. Und zwar nicht, weil man die Kameraden, die man ja aus Kameradschaft oder aus Zuneigung mitnimmt, nicht haben wollte, sondern weil dieser Panzer, und jetzt kommt wieder die Technik, ein M48, nach oben offene Grillgrätings hat. Das sind Entlüftungen. Und wenn Sie da Leichen drauf liegen, die bluten oder sogar Gedärme verlieren, dann fällt das durch die Grillgrätings auf die Motoren. Und verbrennt da, wird da gegrillt. Und die US Army und die US Marines haben ihre Motoren nur alle 90 Tage dampfreinigen lassen. Nach einem festen Turnus. Egal, ob sie Bedarf hatten oder nicht. Und ganz viele dieser Panzerfahrer hatten danach bis zum Rest ihres Lebens, also den ganzen Rest ihres Lebens, diesen Geruch der verbrannten Eingeweide der eigenen Freunde in der Nase. Und das ist so eine Geschichte, von der ich finde, dass sie dazugehörten. Ich weiß nicht, ob das Technikverehrung ist. Aber es ist die Vermischung aus allem, was ich gerade gesagt habe. Und solche Geschichten werden Platz und Raum greifen im neuen Panzermuseum. Gleichzeitig auch Geschichten darüber zum Beispiel, dass die Soldaten, die in diesen Panzern zusammen gedient haben, die eine Mannschaft bilden von früher 5, heute 4 Personen, manchmal nur 3, natürlich durch das Fahrzeug auch auf besondere Art und Weise zusammengeschweißt wurden. Ein Fahrzeug bringt immer eine ganz besondere Kameradschaft hervor, die tatsächlich nochmal wirklich physisch wie im Dampfdruckkessel und durch die Arbeitsteilung, die zur Lebensrettung jedes Einzelnen führt, denn wenn einer einen Fehler macht, wird das gesamte Waffensystem abgeschossen, eine ganz eigene Eigenart hat. Und dann hast du genau das, was wir gerade haben. Also wir haben jetzt in einem Thema haben wir 2 Aspekte drin, Kameradschaft, Tapferkeit, Technik, 3 Aspekte, die wir aus ganz verschiedenen Bereichen beleuchten. Ob das jetzt irgendwie gleich verherrlichen ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe mir auch ein anderes Foto noch ausgesucht. Das ist aus dem Ersten Weltkrieg. Da war es, kannst du auch mal was erzählen darüber, da war es noch unangenehmer, in diesen Dingern überhaupt zu sein, also sich in denen überhaupt zu bewegen. Ja, korrekt. Also im Ersten Weltkrieg sind die Panzer ja erschienen, wurden zum ersten Mal gebaut. Sorry. Auf Schlachtfeld gerollt. Und sie waren damals ein absolutes Hightech-Produkt. Also für unsere heutigen Augen sind sie sehr einfach. Also beispielsweise ein 100 PS-Motor, der so groß ist wie ein Einbauschrank. Dünne Panzerplatten, Laufwerke ohne nennenswerte Federung. Also ganz einfache Technik, aber damals State of the Art. Und was Joachim hier mitgebracht hat, ist das Hauptkommunikationssystem mit den hinteren Linien. Weil sie Funk noch nicht fahrbar machen konnten, zumindest nicht sinnvoll auf Land, wurden Tauben benutzt, um sie rauszuwerfen und damit die nach hinten fliegen und Nachrichten erbringen. In diesen Fahrzeugen, die Motoren hatten aber keinerlei Abdichtung. Das heißt, sie haben einen wandschrankgroßen Motor in einem Auto, das so groß ist wie ein heutiger, keine Ahnung, Van. Und da drin sind die Abgase einfach so ausgetreten. Das heißt, sie waren immer am Rand der Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Es waren ungefähr 60 bis 70 Grad heiß. Es war so laut, dass sie sich nicht verständigen konnten. Es war absolut dunkel und sie wurden durch die Gegend geschuckelt, weil sie keinerlei Federung hatten. Das heißt, die Soldaten waren immer am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Man hat gesagt, nach einem Einsatz von 2 Stunden waren 48 Stunden Erholung nötig. Dasselbe gilt natürlich auch für die Tauben. Und es gibt immer dieses Bild, dass man, also das ist so ein typisches Foto, die Taube wird rausgesandt, fliegt zur Division, hol uns Artillerieunterstützung. Das Erste, was diese Taube gemacht hat, weil sie es alle gemacht haben, ist, dass sie auf dem Panzer gelandet ist, um sich auszuruhen. Und es gibt kein Foto vom nächsten Schritt, denn jeder dieser Taubensoldaten hatte einen Stock dabei, um nach der Taube zu schlagen, damit sie losfliegt.
Und Joachim meinte gerade im Vorgespräch, die weiße Taube ist sehr symbolisch. Noch symbolischer wäre das Foto, wie der Soldat mit dem Stock auf die weiße Taube schlägt. Aber das sind eben so Geschichten, die erzählen wir dann auch. Das gehört auch dazu. So, jetzt, da darf man auch mal lachen. Jetzt zeige ich dir noch mal einen Panzer. The Pink Panzer. Was ist das denn für eine Geschichte? Eine Geschichte, für die wir sehr dankbar sind. Das war der erste von zwei Farbanschlägen, die uns ereilt haben. Das ist 2012. Da haben die linken revolutionären Massen ihren ganzen Mut zusammengenommen und haben nachts mit einer Kübelpumpe, für Gülle habe ich gelernt, dass es sowas gibt, circa 80 Liter pinke Farbe auf den einzigen Panzer, der außerhalb des militärischen Sicherheitsbereiches steht, also das erklärt auch die Zielwahl, gekippt, um darauf hinzuweisen, dass wir ein Hort des Militarismus, der Kriegsmobilisierung und damit eigentlich auch des Faschismus sind und dass wir also quasi allein schuld an allen möglichen Kriegen sind. Der Auslöser war, dass eine junge Aktivistin, eine pazifistische Aktivistin, eine Strafe angetreten hat, die sie für, ich glaube, das Anketten an Gleise, um Rüstungstransporte zu verhindern, verhängt bekommen hat. Und sie hatte die Möglichkeit, Geld zu bezahlen oder eben, ich glaube, 90 Tage oder so ins Gefängnis zu gehen. Sie hat sich dafür entschieden, weil es natürlich auch mehr hermacht. Und genau in der Nacht, wo sie dann antreten sollte, ist uns dann der Panzer bespritzt worden mit dieser Farbe. Was, glaube ich, den Leuten nicht ganz klar war, ist, dass rosa die klassische Waffenfarbe der Panzertruppe ist. Das hat eigentlich die meisten gefreut, die dazugehörten aus dem militärischen Bereich. Gebracht hat es denen nichts und uns sehr viel, weil das der Kickstart unserer Social-Media-Präsenz ist. Weil da plötzlich Meldungen aufkamen, das waren so kleine Agenturmeldungen bei Spiegel Online, NDR und so weiter, und plötzlich wussten alle, dass es uns gibt. Und während unsere Facebook-Seite vorher so gegangen ist, ging sie seitdem so. Seitdem. Also das war wirklich der Kickstart für alle unsere Tätigkeiten im Internet. Vielen Dank. Also ich habe mich dann 5 Jahre später nochmal bedankt, weil ich ja auch hier im ASTA gearbeitet habe zu meiner Studienzeit und vielleicht dachte, vielleicht kommt ja jemand, den ich noch kenne von früher und sagt Hallo. Aber es hat sich leider niemand mehr gemeldet. Und neulich ist das nochmal passiert, ohne größeren Aufriss, aber das war dann nicht mehr. Das ist ja einmal als Farce dann das zweite Mal immer. Das ist ja. Aber ist ja. Das ist auch interessant, nicht die Linken, aber es gibt Linke, die halten euch, wie sagt das so schön, für den Hort des Militarismus oder gar des Faschismus und kommen mit Anschlägen, während gleichzeitig, das haben Sie auch vielleicht, liebes Publikum, in unserer Ankündigung gelesen, es natürlich, wenn die stramm Rechten irgendwie den langhaarigen Typen sehen und wenn der anfängt, von Zwangsarbeit auf einmal zu sprechen, und FC Wehrmacht irgendwie niederzumachen, finden die auch nicht gut und fangen halt an, von der linken Brut zu schreiben. Hat es dann auch irgendwelche Angriffe von rechts gegeben? Du sitzt da ja, also du kannst genau. Ja niemandem rechts machen. Also rechts machen, das finde ich, ja. Wir können es nicht rechts machen, genau. Also wir haben uns mal die Phrase zurechtgelegt, wir sind den Linken zu rechts und den Rechten zu links, genau. Und zwar immer. Ja. Wir können nicht gewinnen, aber wir können auch nicht verlieren, das ist das Schöne. Es hat uns nämlich relativ früh dann geistig befreit, weil wir darauf wenig Rücksicht nehmen. Der Unterschied zwischen den linken Kritiken in ihren verschiedenen Formen und den Rechten ist, dass die Rechten was von uns wollen. Die wollen nämlich die Panzer sehen. Die wollen rein. Und dann benehmen die sich. Das ist total schön. Also wir haben relativ früh eine klare Linie gefahren, dass wir gesagt haben, jetzt wird's nochmal kurz ernst. Ich glaube tatsächlich, dass das Panzermuseum ein Ort der Bildung ist, das grundsätzlich erstmal jedem freistehen sollte. Es ergibt keinen Sinn, ein Museum zuzumachen, weil ich die Weltsicht der Person, die rein will, ablehne. Auch wenn ich das tue und das sage. Was ich aber nicht zulasse, ist, dass das Haus zur Bühne gemacht wird. Das bedeutet, der Nazi darf ins Panzermuseum, aber er darf nicht irgendwie Instagram-Fotos auf unseren Panzern machen, er darf nicht mit seinen Abzeichen rumrennen, er darf nicht seinen rechten Arm erheben. Das darf er nicht. Das darf er nirgendwo. Das darf er nirgendwo, genau. Aber er braucht auch nicht zu glauben, dass das bei uns darf, weil wir Wehrmachtsmaterial stehen haben. Das wird nämlich oft angenommen. Also oft. Das ist mal vorgekommen. Einmal ist das vorgekommen. Da hat einer der bekannteren Neonazis, Tommy Frenk, hat tatsächlich die Gelegenheit genutzt, hat sich halt kamoufliert, also Kragen hochgemacht, was er auch muss, weil er bis da tätowiert ist, hat eine Karte gelöst, ist dann reingegangen und ist tatsächlich auf einen Panzer, auf den Tiger auch noch, also den ikonischen Wehrmachtspanzer geklettert und hat schnell ein Foto von sich gemacht, das er dann gepostet hat. Also das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Was nicht ging, weil wir zu wenig Aufsichten haben, was ein finanzielles Problem ist. Genau, aber das lassen wir grundsätzlich nicht zu.
Das führt dann dazu, dass wir tatsächlich die Situation haben, weil da sind wir wieder bei der Frage, was bedeutet das genau im Alltag? Ne? Das ist wieder die Notwehr, jetzt ist es die politische Notwehr. Das führt dazu, dass wir im Lobbybereich, im Eingangsbereich uns mit Leuten auseinandersetzen müssen, die halt mit geschmacklosen T-Shirts, mit verfassungsfeindlichen T-Shirts oder mit T-Shirts irgendwo auf der Ebene mittendrin reinkommen, weil sie glauben, sie kommen damit durch. Und das bedeutet dann ganz genau, dass die Kassenkräfte, die Aufsichten, die Führer und Führerinnen oder auch ich uns mit Leuten unterhalten müssen und denen sagen müssen, sie ziehen diese Jacke aus oder sie gehen wieder. Hatte ich neulich mit, wie heißt denn nicht, Orion Resistance, Orion Reconquista oder so. Also so eine Nachfolgetruppe von Thor Steiner, die jetzt irgendwie mit dieser Reconquista-Geschichte gegen den Islam Punkte machen will, gesagt haben, das widerspricht unserem Selbstverständnis. Mir ist klar, dass diese Jacke nicht verfassungsfeindlich ist. Juristisch ist das nicht greifbar, aber wir wollen sie hier nicht. Und unser Hausrecht ist, dass sie jetzt wieder gehen. Oder sie ziehen die Jacke aus. Ganz einfach. Und dann streitet man sich vor einer Lobby. Das ist übrigens auch unsere Kultur, dass wir uns mit den Leuten immer vor einer Lobby streiten, möglichst laut, wo es alle sehen und nicht hinter einer verschlossenen Tür. Eine schöne Situation war mal bei einem größeren Fest, wo sich jemand reingeschlichen hatte mit seinem T-Shirt, weil eben großer Auflauf war. Der hatte ein T-Shirt an, das man heute noch kaufen kann. Die Reichsbahn rollt heute bis nach Istanbul. Also das klassische Türken raus, gibt's auch schon lange nicht mehr, aber er hat es noch getragen. Und dann habe ich mir den halt dann geschnappt mit zwei Kollegen und gesagt, sie haben jetzt drei Möglichkeiten. Sie können dieses T-Shirt ausziehen, sie können es umdrehen oder sie können was drüberziehen. Eine drei Möglichkeiten oder sie gehen, das ist immer die Möglichkeit. Und das war dann ein kleiner, schöner Moment für mich, als er dann tatsächlich das rosa Tanktop seiner Freundin rübergezogen hat, ganz eng. Das war für mich schon schön, weil es ihn, glaube ich, auch in seiner Männlichkeit weit mehr angegriffen hat, als ich es sehen würde. Aber er fand es, glaube ich, ganz schrecklich. Aber er ist drin geblieben. Er durfte sich dann weiterbilden. Tanktop. Tanktop. Noch dazu, ja. Noch dazu, ja. Daran habe ich eben gedacht, als du die Body Tanks. Ja. Warum heißt denn das Tank? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Müsste ich mal nachgucken. Jetzt hast du mich voll erwischt. Komplett. Ich habe es nie nachgeguckt. Kann mal jemand googeln ruhig. Nehmt es nicht über, wenn jetzt jemand... Ah, da weiß es jemand. Ich glaube, ich weiß es auch ein bisschen. Ich habe eine Doku. Du weißt, es ist aus Großbritannien entstanden, aus der Ursprungszeit dieser Waffengattung, hier ist das Gefährt, weil nämlich eine Tarnbezeichnung der Tank war. Das ist klar, aber warum das Tanktop? Also ich habe noch nie ein Foto gesehen von Besatzung. Ach so, Tanktop, nee, Tanktop meinst du. Ach so, der Tank selber. Ach so. Ich wundere mich schon gerade. Oh nein. Also der Direktor des Panzermuseums. Völlig richtig. Nein, der Begriff Tank, ganz richtig, weil sie als Wassertanks getarnt waren in der Bezeichnung, weil sie eben diese große rhomboide Form hatten, dann abgeplant wurden. Also ich dachte, du wolltest auf das Kleidungsstück hinaus. Ja, aber auch eine, danke. Auch eine gute Frage. Ja, die ist richtig gut. Gut, wo wir schon bei der Frage sind, wer alles so in dein Museum geht, da können wir jetzt mal von den alten und jungen Nazis mal absehen und einfach fragen, mach doch mal so einen Querschnitt. Wer kommt vorzugsweise ins Museum? Interessanterweise sind wir ein enorm junges Museum. Wir haben über 80% Besucher unter 50. Jetzt fragt man sich, warum ist das so? Weil eigentlich erwartet man ja in Anführungszeichen den alten weißen Mann mit Bundeswehrerfahrung oder NVA-Erfahrung, der seine eigene Jugendzeit nochmal wiederholt und eben Militär- oder technikaffin ist. Das Panzermuseum hat einen riesen Vorteil. Wir liegen mitten in der Lüneburger Heide. Wir sind umrahmt von Truppenübungsplätzen, was dazu führt, dass kein Mensch in Munster Urlaub macht. Also sie haben... Das ist tatsächlich so. Sie haben wunderschöne Heideperlen wie Wietzendorf, Schneverding, Soltau, Amelinghausen. Da haben sie 500, 600, 800.000, 1 Million Übernachtungen. Munster kommt auf stolze 40.000. Da schläft niemand. Was schade ist, weil es eine tolle Stadt ist. Machen Sie Urlaub in Munster. Aber es ist eben immer in der Erinnerung der Truppenübungsplatz, wo nichts ist außer Soldaten. Stimmt nicht mehr. Und früher das Geschieße. Das stimmt. Ich habe da als Kind gewohnt. Das war wirklich laut. Aber das ist auch vorbei, weil die Bundeswehr kein Geld mehr hat. So. Sei dem wie dem sei, Munster ist selber kein Touristikort, aber um uns herum ist dieser Heidetourismus. Und wenn Sie dann im Weltvogelpark Walsrode waren und Sie waren im Centerpark und Sie waren im Heidepark und dann regnet es und Ihre Kinder maulen, dann kommen Sie zu uns, ob Sie wollen oder nicht. Also ihr seid die Notlösung. Wir sind die Notlösung, wir sind der Notnagel. Nein, also natürlich ist es so, dass das dann interessierte Väter im Regelfall, so ehrlich muss man sein, es ist ein männlich besetztes Thema, obwohl wir auch ein Drittel weibliche Besucher haben, was für Technikmuseen typisch ist, ein Drittel, zwei Drittel, nicht 90-10.
Es ist ein männliches Thema, aber die nehmen natürlich ihre Familie mit. Oftmals ist es dann eben dieses, guck mal, darauf habe ich meinen Wehrdienst gemacht oder lass uns einfach so gucken. Die Frauen bringen oftmals eigene Fragestellungen mit, die wir dann zum Beispiel mit dem Multimedia-Guide zu Frauen und Panzer auch aufgefangen haben. Aber das ist so die Masse. Und das Interessante ist, das ist die stille Masse. Also das sind wirklich, wir haben im Jahr über 100.000 Besucher, was uns zu den Top 5% der meistbesuchten Museen in Deutschland macht. Und die Masse ist dann wirklich in den Sommermonaten diese Legion von Familien, die da durchmarschieren und wieder gehen. Die Leute, die aber bei Social Media, im Förderverein, bei großen Debatten und so weiter oder auch bei Sachen, wenn es um Meinungsbildung geht, im Museum präsent sind, das sind dann ältere Männer vor allen Dingen. Also das heißt 50 plus, oftmals mit einer Zeit- oder Berufssoldatenerfahrung in einer der Armeen. Das sind dann die, die eher, ich sage es jetzt mal, positiven partizipatorischen oder negativen vereinnahmenden Charakter in ihrer Beschäftigung mit dem Museum haben, die also dann Einfluss darauf nehmen wollen, was ausgestellt wird, wie es ausgestellt wird, wie erinnert wird. Das ist dann die laute Gruppe, die man dann bei Facebook auch stark sieht. Aber ja, die normalen Besucher, die unser Tagesgeschäft ausmachen, die sind das. Was auffällig ist, ist, da sind wir wieder bei der Kameradschaft in einer ganz anderen Beziehung, sind Großgruppen, die uns besuchen. Das sind dann tatsächlich Schützenvereine, Feuerwehrvereine, Betriebsgruppen, die irgendwie einen Ausflug machen. Das ist so nochmal eine Gruppe, die auffällt, genau. Aber Schulen noch gar nicht. Das ist bis jetzt unsere große Fehlstelle, weil wir keine museumspädagogische Stelle haben. Und ich habe ganz früh mich mit der Schule in Munster in Kontakt gesetzt, was können wir machen, damit ihr kommt. In den 80ern, 90ern wollten die partout nicht ins Museum, aus Prinzip. Das hat sich jetzt gelegt, auch weil ich tatsächlich im Munster Abi gemacht habe. Das heißt, mein alter Geschichtslehrer ist noch da. Das senkt die Berührungsängste. Aber wir haben keinen museumspädagogischen Dienst momentan. Und das würde bedeuten, dass bei den engen Zeitplänen der heutigen Schule der Tagesausflug nichts bringt, weil curricular nichts abgearbeitet wird. In dem Moment, wo wir, was wir hoffentlich können ab Ende des Jahres, in dem Moment, wo wir Bausteine anbieten können, dass die Schulklassen was erledigen können für ihr Curriculum in diesem engen Zeitplan, dann kommen die auch. Also die stehen quasi, beide Seiten stehen in den Startlöchern, wir müssen es nur noch umsetzen. Aber das wollen wir unbedingt, ja. Genau. Unsere Schulklassen sind Soldaten. Also während in anderen Museen Schulklassen gegen ihren Willen durchgeführt werden, sind es bei uns Soldaten, die nicht gegen ihren Willen, aber die halt befohlen werden, die da ihre Ausbildung haben. Denn das haben wir noch gar nicht erzählt, ne? Die Struktur. Denn das muss man ganz kurz erzählen. Das Panzermuseum ist eine zivil-militärische Kooperation. Das ist ganz wichtig, weil das einzigartig ist. Also du bist kein Angestellter der Bundeswehr. Erstaunlicherweise nicht. Sonst müsste ich ein Haarnetz tragen. Wirklich? Nein, nicht hier, nein. Nein, auch sonst nicht mehr. Das kommen Sie nicht mit Details. Ich hätte das sofort geglaubt. Ich hätte es auch gern getragen, ehrlich gesagt. Also, kurz im Ernst, weil es wichtig ist. Das Panzermuseum ist eine der am stärksten zivil-militärisch verknüpften Organisationen, die es überhaupt gibt. Sie haben in Munster, im Panzermuseum, militärischen Grund und Boden. Das ist immer noch Kasernengelände. Das ist wichtig, weil sonst die Fahrzeuge nicht so gezeigt werden könnten, wie sie gezeigt werden. Das sind Kriegswaffen. Kriegswaffen darf niemand besitzen, außer der Bundeswehr und ganz ausgewählten Personen. Auf jeden Fall könnte sonst nicht zugänglich gemacht werden. Das bedeutet, der Grund und Boden ist Militärgelände. Drumherum läuft ein Zaun. Da sind noch Schilder dran mit Vorsicht Schusswaffen gebraucht. Das ist keine Folklore. Das ist so. Das ist im Sicherungsbereich der Kaserne. Einer der Gründe, warum noch nie was drinnen angemalt wurde. Auf diesem Grund und Boden stehen Hallen. Diese Hallen wurden in einem Gestattungsvertrag zwischen Bundeswehr und Stadt Munster durch die Stadt Munster gebaut. Da drin findet ein Museumsbetrieb statt, um die Panzer herum. Die Panzer gehören weiterhin der Bundeswehr. Das heißt, meine Ausstellung, in Anführungszeichen, ist überhaupt nicht meine Ausstellung. Die gehört der Bundeswehr. Wenn die Bundeswehr morgen entschiede, die Panzer kommen da raus, hätte ich noch genau zwei Nachbauten da stehen in 10.000 Quadratmetern, weil die der Stadt Munster gehören. Aber der gesamte Museumsbetrieb, der öffentliche Museumsbetrieb um die Fahrzeuge herum, ist wiederum von der Stadt Munster, von Zivilisten wie uns eben organisiert und wird auch darüber finanziert. Deswegen werden zum Beispiel auch Tickets an Soldaten verkauft, weil die Stadt Munster das Geld braucht, ob sie jetzt Soldat sind oder nicht. Gleichzeitig findet parallel, unabhängig davon, noch der Ausbildungsbetrieb der Bundeswehr statt. Denn diese Panzer, alle zusammengenommen, sind die Lehrsammlung der gepanzerten Kampftruppen und der Heeresaufklärer. Die Sammlung gehört der Bundeswehr und ist eigentlich dazu gegründet worden, ursprünglich, um die eigenen Soldaten auszubilden. Das hat aber nicht geklappt, beziehungsweise es klappt wunderbar, aber als die Munsteraner spitz gekriegt haben, sind sie halt jeden Sonntag hingegangen und haben da geklopft, weil sie es auch sehen wollten. Und irgendwann waren die Soldaten halt so genervt, dass ein öffentliches Museum draus gemacht wurde. Das ist die sehr verkürzte Form.
Aber das ist eben die unglaublich enge Kooperation. Und das bedeutet, der Leiter der Lehrsammlung, also der Soldat, der Oberstleutnant auf der militärischen Seite, der die Hoheit hat über diese Fahrzeuge, ist mein Gegenüber. Mindestens gleichberechtigt. In manchen Fragen ist er mir einfach übergeordnet, wenn es um Sicherheit geht, Technik, Bewahrung. In manchen Fragen bin ich wichtiger, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, wie das heute Abend. Das macht die Bundeswehr nicht, das machen wir. Museumspädagogik und so weiter. Aber das ist halt eine sehr enge, unauflösbare, herzliche Zwangsehe. Das ist so die Konstruktion, in der wir leben. Genau. Wenn ich nochmal auf das Haarnetz zurückkommen darf. Ich habe es geahnt. Ja, klar. Und auf den Oberst, den du gerade erwähnt hast. Oberstleutnant, also du, das ist wichtig. Du, der was? Oberstleutnant, das ist wichtig. Das sind zwei verschiedene Ringe. Also, du trägst gerne langes Haar und auch wenn man es heute nicht sieht, das ist deine Kulturuniform heute. Du trägst aber auch ganz gerne öffentlich Heavy-Metal-T-Shirts und machst keinen Hehl daraus, die Linke zu wählen. Gewählt zu haben, jahrelang. Auf den... Tust du nicht mehr? Wir sind uns fremd geworden. Okay, dazu gleich mehr. Aber als du den Job angetreten hast, war das auch schon, bekannt. Korrekt, ja. Du hast da nie einen Hehl draus gemacht. Du bist also auf den ersten Blick jedenfalls so etwas wie die menschgewordene Antithese zu den überlieferten Stereotypen, die vorgeben, wie jemand auszusehen hat, der irgendwas mit Bundeswehr macht. Naja, der erste Blick, wie war denn der erste Blick des Oberstleutnants, als er nun gesehen hat, wer jetzt genau im Ernst das Panzermuseum leiten würde? Kühl. Also es war schon, am Anfang sind Welten aufeinander geprallt, das kann man ja noch sagen. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, wer die jeweiligen Posten besetzt. Also mittlerweile arbeite ich mit dem dritten Oberstleutnant zusammen und die Zusammenarbeiten waren sehr verschieden über die Jahre. Wie das halt immer ist, wenn du eine Doppelspitze für irgendwas hast, entweder versteht man sich oder man kann sich sehr gut streiten. Da die Arbeitsfelder aber relativ klar abgegrenzt sind und wir in unseren Feldern Erfolge haben mit dem, wie wir sind und was wir machen und die Soldaten bei der Bundeswehr ihr Feld gut beherrschen, gibt es auf jeden Fall, also es gibt mittlerweile gibt es eine herzliche Zusammenarbeit, weil die letzten beiden Oberstleutnante, damit habe ich die letzten 10 von 11 Jahren verbracht, genau, das war ein herzliches Zusammenarbeiten. Beim nächsten weiß ich nicht, wie es wird, das ist immer die große Frage. Aber wir haben auch, wenn wir uns nicht verstehen würden, hätten wir unsere Arbeitsbereiche abgesteckt. Und es ist klar, dass zum Beispiel die Tatsache, dass ich lange Haare habe und so auftrete, in einem Fördergespräch mehr bringt als ein Schnauzbart und ein Seitenscheitel. Ja, es ist einfach so. Die Art und Weise, wie ich wirke, ist ein Eisbrecher gewesen die ersten Jahre. Wenn Sie irgendwo hingehen, in Hamburg, zur Kulturförderung und Sie kommen da rein und haben eine Kunstlederweste an, ein kurzärmeliges Hemd und ein Schnauzbart, dann wird man Ihnen skeptischer gegenübertreten, als wenn Sie reinkommen mit einem Rollkragenpullover, einer Jeans und einem Sakko. Wir sind alle in diesen Stereotypen gefangen. Das ist der erste Eindruck. Und die Bundeswehr hat relativ schnell erkannt, dass ich da sozusagen die kulturpolitische Speerspitze auf dem Feld sein kann, während sie halt woanders agieren. So, wenn ich in eine Versammlung... Nützlicher Idiot bist du. Ja, genau. Nein, aber sagen wir es mal so, wenn ich in eine Versammlung von Generalen reinkomme, bin ich eher auf dünnerem Eis unterwegs. Das ist eindeutig richtig. Also. Mal auch Butter bei Fische. Bist du zu dem Job gekommen oder ist der Job zu dir gekommen? Tatsächlich beides. Also eigentlich sollte heute Abend Professor Karl Schneider noch hier sein vom historischen Seminar, den hier wahrscheinlich einige kennen. Der war tatsächlich das vermittelnde Link zwischen den beiden Welten, zwischen mir und diesem Museum. Die Geschichte in Kurzform ist, dass ich am historischen Seminar Geschichte studiert habe und am Schneiderberg Politik. Und ich war ja noch in der goldenen Magisterzeit, wo man ja sozusagen machen konnte, was man wollte. Und da habe ich dann immer die ganz normalen Referate gehalten über die semiotische Repräsentation des Bauernkrieges in der Kunst und Kultur des und so weiter und so fort. Und die Hausarbeiten hat man sich dann selber ausgesucht und das war dann Taktik der Kriegshaufen im Bauernkrieg. So, und so habe ich also quasi ein Guerilla-Studium gemacht, das Militärgeschichte umfasst hat, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und habe dann am Ende, dank Karl Schneider, eine tatsächlich richtig militärhistorische Arbeit schreiben dürfen, die dann auch 2009 verlegt wurde. Kaufen Sie mein Buch. Und dann saß ich da und es war halt 2005, 2006. Und dann habe ich an der Leibniz-Uni angefangen zu arbeiten als E-Learning-Berater. Folgenlos, hat die Uni nicht gemerkt, dass ich das gemacht habe. Und als Studienberater tatsächlich damals noch, weil damals eben diese Umsetzung auf Bachelor und Master stattfand.
Wohl in einem Prozess, das habe ich begleitet. So, in diesem Zeitraum, in den späten 2000ern, hat die Stadt Munster darüber nachzudenken begonnen, was denn passieren könnte, wenn die Bundeswehr im Rahmen dieser 1000 Reformen, die ja alle 4 Jahre stattfinden, mal weggehen würde. Denn Munster hat nichts außer der Bundeswehr und dem Panzermuseum. Daraufhin hat sich das Panzermuseum, beziehungsweise die Stadt Munster, hat sich dann an den Museumsverband gewendet und gesagt, was müssen wir machen, damit wir noch erfolgreicher werden, damit wir zumindest diesen touristischen Anker behalten, falls die Bundeswehr mal gehen sollte und unsere ökonomische Struktur wegbrechen sollte. Woraufhin der Museumsverband ganz richtig gesagt hat, das Erste, was ihr braucht, ist irgendjemand, der irgendwas studiert hat, was damit zu tun hat. Denn das Panzermuseum wurde damals geführt von sehr verdienten und sehr enthusiastischen, aber eben fachlich ungebildeten Ex-Soldaten. Die haben das im Rahmen ihrer Möglichkeiten hervorragend gemacht, aber eben ohne entsprechende Ausbildung. Das heißt, Ende der 2000er hat dann die Stadt Munster gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der irgendwie Geschichte oder Politik oder vielleicht auch Museumswissenschaften studiert hat. Und dann haben sie Karl Schneider gefragt, der nämlich zwischenzeitlich in den Beirat des Panzermuseums sich hat wählen lassen. Und der hatte da eben diesen E-Learning- und Studienberater sitzen mit seinen langen Haaren und seinem Parteibuch und hat gesagt, der könnte das wohl machen. Und da hat die Stadt Munster gesagt, ja gut, wenn du das sagst. Und so hat es dann geklappt. Okay. So, jetzt habe ich hier noch 33 Fragen. Ah, mein Gott, das ist Multifacetten. Also wo ich jetzt aber ja wirklich nochmal nachhaken muss, ja. Du bist ein Ex-Linke-Wähler. Das ist mir jetzt... Also wenn du darüber reden darfst, kann ich, möchtest... Es ist emotional schwierig, aber... Aus der Nummer kommst du nein, jetzt nicht mehr raus. Ich habe mal einen wunderschönen Bericht über eine Europawahl gesehen. Und dann wurden verschiedene Menschen in Europa gefragt, was sie gerade gewählt hätten bei der Europawahl. Und dann kam irgendwie Sozialisti, Konservativ und die Deutschen, das muss ich Ihnen nicht sagen. Also das waren so die Demokratieverständnisse. Seitdem rede ich gern darüber, was ich wähle. Also ich persönlich definiere mich halt als sehr linken Sozialdemokraten. Und damit war man eine Zeit lang bei den Linken ganz gut aufgehoben, bevor sie völlig verrückt geworden sind. Und dann habe ich halt das gebrochen, aber weil es auf der anderen Seite des Roten Parteibuches auch keine oder nur sehr wenige Sozialdemokraten gibt, bin ich momentan so ein bisschen parteibuchpolitisch heimatlos. Also ich entscheide von Wahl zu Wahl. Ich fühle mich auch einsam. Okay. Also die Kameradschaft einer Partei fehlt mir. Ja. Du gründest selber eine. Die Panzer. Sonneborn wäre dabei. Ja, das stimmt nicht. Der war auch oft genug hier. Euch beide kann ich vielleicht mal... So machen wir das. Spaß beiseite. Das Museum wurde früher von Ex-Soldaten geführt. Ich muss auch fragen, wir reden ja darüber, was du entwickeln willst. Dazu, vielleicht ein bisschen Zeit haben wir ja noch mehr. Da schwebt aber implizit natürlich immer ein Zustand davor irgendwie mit. Also es gibt offenbar Änderungsbedarf, es jetzt vorsichtig auszudrücken. Also ich vielleicht frage ich mal so, wäre das Anbringen dieses Walter Benjamin-Zitats in dieser Größe im Jahre 1984 am Deutschen Panzermuseum Munster möglich oder wünschenswert gewesen? Natürlich nicht. Also keine Frage. Das Panzermuseum wurde, wie gesagt, 83 gegründet. Und damals hat die SPD tatsächlich weiße Tauben steigen lassen. Also als Protest gegen das Panzermuseum. Das waren noch Zeiten. Also da standen die sind heute noch im Stadtrat. Also dieselben Personen. Heute fördern sie uns. Also da siehst du halt, wie sich das wirklich ändert, auch mit der politischen Unterstützung vor Ort. Das Panzermuseum, als es gegründet wurde, hat im Prinzip kein Geld bekommen, dafür aber auch kein Personal. Sondern was gemacht wurde, ist, dass diese Hallen hingestellt wurden und das mit minimalsten Mitteln, nämlich wirklich Tür auf, Licht an, Karten abrollen, der Betrieb aufgenommen wurde. In dem Wissen, dass man ein komplexes Thema verhandelt, das zwar in einer Garnison, die militärisch geprägt ist, durchaus auf mehr Verständnis treffen kann, aber eben bundesweit kritisch beäugt wird, wurde gesagt, bevor wir uns in den Untiefen der politisch gefärbten geschichtswissenschaftlichen Interpretationen dieses Themas verlieren, machen wir lieber eine rein technische Ausstellung. Das ist ja so der Gedanke, den auch ganz viele unserer Facebook-Fans heute noch artikulieren. Man soll es einfach so zeigen, wie es war, nicht politisch werden, sondern nur die Panzer hinstellen. Es ist natürlich genauso politisch und genauso ausstellungstaktisch, aber das ist so der Gedanke, dass es eine reine Form gibt, die nur die Objekte zeigt. Dieser Gedanke wurde erstmal aufgenommen und gesagt, so können wir das machen. So wurde zum Beispiel in den 90ern noch festgelegt, dass die Waffen-SS nicht im Panzermuseum diskutiert wird, weil sie zu komplex ist.
Das ist jetzt, man kann darüber lachen, aber es ist auch erstmal ein realistisches Eingeständnis dessen, was sie konnten und was sie nicht konnten. Bevor man das dann eben falsch macht und genau den Leuten, die heute in der FC Wehrmacht gutieren, sozusagen einen Vorschub leistet. Es gab dann eine Arbeitsteilung. Es gab eine zivile Familie, die das sozusagen verpachtet bekommen hat, die Kartenverkauf und Führung gemacht hat und auch das angehende Internet Ende der 90er Jahre, dann ging es los, während die Bundeswehr eben weiterhin gesammelt hat, restauriert hat, Objekte getauscht, gekauft, ausgeliehen hat und so weiter und so fort. Aber die Vermittlung war eben absolut reduziert. Genau. Und das war eben, ob man das jetzt gut oder schlecht finden mag, begründet in diesem Mangel an Ressourcen und Personal. Und erst in den 2000ern, als dann, was übrigens auch daran liegt, dass die Bundeswehr damals noch eine andere war, erst in den 2000ern, als die Stadt Munster anfing, sich involvieren zu wollen, da wurde Geld und Personal freigeschaltet und damit wurde überhaupt erst das Potenzial hergegeben, um eine Erzählung zu machen. Gleichzeitig, und das ist ganz, ganz wichtig, hat die Bundeswehr sich auch ganz stark verändert. Jetzt mache ich nochmal was Partizipatorisches. Wer von Ihnen kennt das Militärhistorische Museum in Dresden, zumindest dem Namen nach? Traumhaft, die Hälfte des Auditoriums, danke. Das MIM in Dresden ist eben in den 2000ern komplett neu aufgestellt worden und ist so als Speerspitze der Kultur- und Sozialgeschichte der organisierten Gewalt hingestellt worden. Oder, wie es für die Kameraden von der Bundeswehr oft benannt wird, die rote Zelle da drüben. Das ist dann so die Binnensicht der vieler Bundeswehrsoldaten. Für uns war wichtig, dass das MIM sehr viel Eis für uns gebrochen hat, also für die zivile Seite. Das heißt, wenn wir mit Ideen gekommen sind, wie wäre es denn, wenn wir mal auch Tote zeigen. Am Anfang wäre das radikal neu gewesen, sagen wir in 2003. Ich habe 2003 mein Praktikum im Panzermuseum gemacht, da gab es die Idee noch gar nicht. Als wir dann 2011 damit kamen und gesagt haben, wir machen diese, vielleicht kannst du die gleich mal raussuchen, diese Boxen, wir machen so an einer Stelle einen Versuch mal Leiden zu zeigen und evaluieren, wie die Leute das aufnehmen. Da war Dresden schon ganz weit vorne mit dieser Entwicklung und dann haben die Soldaten vor Ort gesagt, ja, Dresden macht das auch, ist okay, macht mal. Das heißt, dieses Haus hat, ich meinte erstmal die Boxen, die Fotos von diesen Boxen. Ach so. Das heißt, nicht nur hat sich bei der Stadt Munster als Einträger viel verändert, sondern es hat sich auch viel verändert bei der Bundeswehr, ja genau, bei der Bundeswehr, die ihrerseits weniger Widerstände hatte, weil eben Dresden Eis von uns gebrochen hatte. Genau, das ist es schon. Und das, was Sie hinter mir sehen, ist jetzt so ein Versuch, den wir mal gemacht haben. Von Ihnen aus ganz rechts sehen Sie an der Wand, da ist so ein Stammbaum für Waffen. Da sieht man eben, was die ersten Ratschlosspistolen waren. Dann kommen Pistolen, Maschinengewehre. Was unterscheidet ein Maschinengewehr und eine Maschinenpistole? Ich hätte gern mehr Spiegelredakteure bei uns im Panzermuseum, damit Sie das mal lernen. Das heißt, die Technik wird da dargestellt. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das jetzt machen, und man sieht das ja ganz wunderbar, ganz recht, es ist weiß, die Waffen hängen gereinigt an der Wand. Es ist wirklich, es ist der perfekte White Cube, ganz wunderbar, alles ad usum Delphini gereinigt, perfekt, wie es im Museum ist. Aber das lügt ja. Das erzählt ja nicht die Geschichte. Wofür ist das Ding gebaut worden? Wofür ist das der Säbel, wir haben Reitersäbel da hängen, wofür sind die gebaut worden? Also haben wir gesagt, wir versuchen zumindest ansatzweise die Wirkung dieser Objekte zu zeigen. Wie zeigt man die Wirkung? Das ist eine Riesendiskussion. Waffengewalt ist ein dynamischer Prozess. Sie schneiden in jemanden hinein, sie schießen durch jemanden durch, sie schlagen jemanden. Wie zeigen sie Dynamik im Museum? Das ist für alle Museen schwierig. Eigentlich können sie nur Resultate zeigen. Und sie können an Resultaten eigentlich nur bildliche Abbildungen zeigen. Es ist, wenn ich mal kurz einhaken darf, es ist vor allem dann schwierig, oder es könnte vor allem dann besonders schwierig werden, wenn man das Ziel hat, Schulklassen zu rekrutieren. Du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass dann die Väter ihre Familie, also auch ihre Kinder mitnehmen. Genau. Wie alt dürfen denn diese Kinder sein? Oder von welcher Seite aus zäumst du das Pferd auf? Zeigst du Tote, zeigst du Gewalt, also den Bodytank, oder zeigst du zerfetzte, zerstümmelte, schlimmstenfalls traumatisierende Bilder und nimmst dafür in Kauf, dass die Kinder nicht kommen oder kommen dürfen? Oder machst du es umgekehrt und sagst, okay, lass die Kindlein zu mir kommen und dafür bin ich nicht ganz so krass? Das ist tatsächlich noch nicht ganz geklärt, weil wir beide Modelle in der Diskussion haben. Im Prinzip das übliche System, was die Museen haben, ist, wie wir es gerade gemacht haben in diesem Beispielbild, dass man die Bilder bereitstellt, aber durch ein oder zwei Sperren sichert. Das heißt, ich habe mich hier nur verklickt. Das heißt, die Kinder oder egal, alle Besucher und Besucherinnen müssen selbst entscheiden, die Bilder sehen zu wollen und müssen dann beispielsweise eine Sperre hochziehen oder eine Klappe aufmachen oder einen Knopf drücken. Das Problem dabei ist, dass wir es uns natürlich damit herzlich einfach machen und auch den Besucher herzlich einfach machen. Denn die ehrliche Darstellung wäre, dass alle Bilder gezeigt werden
Und die Besucher, die es nicht sehen wollen, müssen auf einen Knopf drücken, damit sie abgedeckt werden. Damit sie sich ihrerseits bewusst sind, dass sie es nicht sehen wollen. Das ist in der Praxis aber schwer umsetzbar. Museen müssen immer diesen Mittelweg finden zwischen Unterhaltung und Bildung. Das ist unsere Waagschale. Und ich glaube, dass der richtige Weg tatsächlich in der Praxis, aber das wird noch diskutiert, das machen wir auch tatsächlich in Gremien und auch sehr offen, dass der Weg sein wird, dass wir die Bilder bereitstellen, dass wir aber vorher warnen, dass wir mindestens eine Sperrschicht einziehen, dass man nicht ums Eck geht und überrascht wird durch maximale Blutigkeit. Überhaupt gilt, dass wir das, was wir da gemacht haben, diese Fotokisten mit Bildern von Verwundungen, das war sehr, sehr, sehr grob, sehr holzschnittartig. Das war ein Versuch, um rauszufinden, was unsere Besucher denken. Und die Ergebnisse waren sehr spannend, sage ich gleich was zu. In der Dauerausstellung muss es cleverer sein. Es muss jedes Mal einen erkennbaren Gedanken haben, der die Besucher anregt. Um ein Beispiel zu bringen, das Smithsonian Museum for, was war's? Space and Air, ich glaube beides zusammen, hat seine Ausstellung über den Ersten Weltkrieg mal erneuert vor ein paar Jahren. Und da ging es darum, dass die alte Ausstellung die alten Ritter der Lüfte gezeigt hat, alle sehr galant, alle mit wehenden Seidenschals, alles sehr schön und freundlich. Und die haben gesagt, das ist ja eine völlig veraltete Darstellung. Also diese Schlachtflieger im Ersten Weltkrieg haben erstens am Boden eingegriffen und sie haben zweitens und vor allen Dingen die Artillerie geführt, die unten das Massaker veranstaltet hat. Das heißt, es muss irgendwie ein Konnex geschaffen werden in der Ausstellung zwischen Luft und Boden, denn das hat zusammengehört. Und das Bild, das die gewählt haben, tatsächlich das Foto, das sie gewählt haben, war, dass wenn man um die Ecke kam, um in diesen Bereich reinzukommen, und da bist du wieder bei Museumsarbeit, wie führe ich die Besucher, wie lenke ich hier im Blick, war eine Leiche tatsächlich, auch erkennbar als Leiche, die am Boden lag, im Schlamm. Und die Uniform war unversehrt, aber der Körper war verwest, aber nicht schrecklich, sondern so mumifiziert so ein bisschen. Und es gab keine erkennbaren Verletzungen. Und das Rätsel wurde dann gelöst. Natürlich, man könnte über das nachdenken, wie Lunge zerfetzt durch Granatdruck und so weiter. Aber das Rätsels Lösung war natürlich, es war einer von den Piloten, der aus dem Himmel gefallen war. Der ist aus seinem Flugzeug gefallen, aufgeklatscht und lag dann da und ist da verwest. Und das Foto war nicht besonders schockierend. Aber es war, da es mit Text versehen wurde, es war unglaublich dazu geeignet, Leute zum Nachdenken darüber zu bringen, was sie als nächstes sehen würden. Diese Ritter der Lüfte, was haben die gemacht und was passiert mit denen? Denn die Frage, die sich automatisch stellt, wenn man sich überlegt, der Mann ist aus dem Himmel gefallen, ist, was hat er gedacht bis zum letzten Moment? Und das sind solche Sachen, die sind clever, die machen etwas. Und das ist das, wo wir dann hinwollen. Das war nur ein erster Versuch. Aber, das wollte ich ja noch beisteuern, die Erkenntnisse, die wir aus diesen Kisten gewonnen haben, weil wir dann ganz breit befragt haben, fast 10.000 Leute, und aus einer anderen Umfrage, die wir gemacht haben, über eine textliche Darstellung einer bestimmten Panzergewaltsituation ist, dass über 90% unserer Besucher und Besucherinnen wollen, dass dieses Thema Leiden, Töten, Sterben im Panzermuseum abgebildet wird. Das ist diese eine Umfrage, genau, das sind 70%, fast 4.000 Leute haben gesagt, sie finden das Zeigen solcher Bilder grundsätzlich positiv. Wir haben das mit Interviews verknüpft, das ist jetzt nicht geil, sondern das war so, es gehört dazu, es muss auch gezeigt werden. 27% haben es ambivalent beurteilt, aber die grundlegenden Probleme waren immer technische Natur. Kann man das Kindern zumuten? Wie schützt man Traumatisierte und so weiter? Nur 2% haben gesagt, ich will mir den Museumsbesuch nicht verderben lassen. Das war so, ich will das hier nicht, ich will schöne Technik sehen. Das ist ein absolutes randständiges Phänomen. Die meisten Leute kommen ins Museum und erwarten die Panzer, wie sie im Museum gezeigt werden, sauber, leise, still und wissen gar nicht oder haben gar nicht präsent, haben nicht als hohl Schuld im Kopf, dass dazu auch das Töten, Leiden und Sterben gehört. Aber wenn man sagt, ist es nicht so, dass wenn wir Vernichtungsmaschinen zeigen, dass diese auch in ihrer Wirkung gezeigt werden sollten, dann sagen, wie gesagt, fast, also im Regelfall über 90%, ja, schwierig, ihr müsst das irgendwie mit den Kindern hinkriegen und so weiter, aber ja, es muss da rein. Und das fand ich einen unglaublich ermutigenden Befund, weil wir immer dachten, wir müssen gegen den Willen unserer Besucher das machen. Das müssen wir nicht. Wenn du sagst, solche Bilder, was können wir uns darunter vorstellen? Also es könnten sein zerfetzte, verweste Leichen, zerfetzte Leichen, irgendwie, ja. Also Blut. Aber wie ist es mit, wie soll ich sagen, dem industriell zugefügten Leiden? Also der etwas größere, schreckliche Kontext der Panzerwaffe, was da ja auch, wie ich weiß, sehr wichtig ist. Also Arbeitslager. Ja. Zwangsarbeit. Ja. Auch da werden ja Bilder produziert, die in gewisser Weise viel schwieriger auszuhalten sind. Ja, richtig. Alles ist einsetzbar im Museum, solange es diesen Aspekt erfüllt, dass es einen Denkanstoß bieten kann, einen Mehrwert hat.
dass es irgendwas bringt, was die Besucher zum Nachdenken bringt, was die Besucher dazu bringt, einen Erkenntniswert zu haben. Es gibt ein berühmtes Bild, das immer gern genommen wird als ein Beispiel für, das habe ich jetzt leider nicht dabei, für versteckte Gewalt in Fotos. Und zwar sieht man einen Fluss von oben fotografiert, Schwarz-Weiß-Foto, Fluss irgendwo in einer offensichtlich osteuropäischen Steppe. Und eine Frau in Bauernkleidung wartet durch und hat den Rock so hochgehoben, die wartet durchs Wasser. Das ist es. Und die Gewalt kommt ins Bild, wenn man weiß, dass auf der Rückseite des Fotos steht Minensuchgerät 43. Das ist versteckte Gewalt. Und das Beispiel, was du gerade hattest, ist natürlich Auschwitz III, das Lager, das gebaut wurde, um Kunststoff zu synthetisieren, der auf die Rollen der Panzer sollte. Das heißt, das ist so ein Kontext, den man eben bringen kann, zu sagen, schaut her, das ist das erste privatwirtschaftlich geführte KZ. Und da bist du beim Konnex Ökonomie und Panzer, unglaublich wichtig. Industrie, Ökonomie, wer macht Gewinne, wie werden Gewinne gemacht? Und dann kannst du auch mit der Luftaufnahme von Auschwitz III tatsächlich was machen. Aber du musst es eben clever machen. Das ist dann die große Herausforderung. Kann eine Luftaufnahme von einem Lager tatsächlich so ausstellungstechnisch, museumspädagogisch bereitgestellt werden, dass bei den Besuchern und Besucherinnen was passiert? Aber das ist Handwerk. Das ist eine Frage, die muss einfach am Objekt geklärt werden, wie bei allen Objekten. Aber gemacht werden kann es und muss es. Na gut, die andere Seite wäre, ich weiß nicht, die Leichenberge von Auschwitz zu zeigen, also diese ganz ausgemerkt. Oder wäre das dann auf der anderen Seite? Die Leichenberge, ja, jetzt kommen wir in die Details der Bildwissenschaft. Also wirklich diese wirklich brutalen Bilder, die sich den Alliierten boten, als sie die KZs befreiten. Also Bodo von Borries hat mal diesen schönen Begriff der Leichenbergpädagogik dafür gewählt, weil die hatten ein super spezifisches Problem. Und zwar, ich glaube, Cornelia Brinke hat das gesagt, dass sie im Wortsinne unglaublich sind. Also die Gedenkstätten sind ja mit den Leichenberg-Bildern als pädagogischem Mittel deswegen gescheitert und benutzen sie kaum noch, nicht, aber kaum noch, weil sie eben nicht zu begreifen sind. Also sie können nicht didaktisch so aufgefangen und nutzbar gemacht werden, dass sie einen Mehrwert haben. Das einzige Beispiel, konkret, dass es schon wieder abstrakt. Nee, ich sag's jetzt mal sehr flapsig. Es ist so, genau, es ist sehr flapsig gesagt, es ist so abgefahren, tatsächlich, es ist so außerweltlich, dass es unglaublich ist. Es hat keine Wirkung, genau. Das ist ja, deswegen haben die Gedenkstätten im Regelfall das auch aufgegeben. Wie gesagt, Bodo von Borries hat das mal als ein Instrument aus der Rumpelkammer der Didaktik beschrieben. Die einzige Gedenkstätte, die ich kenne, die es gut gemacht hat, und das war ein schönes Beispiel, wie man es auffangen kann, ist Yad Vashem, die im Eingangsbereich auch großformatige Fotos von Leichenbergen auch installiert haben, aber weil die natürlich durch die gesamte Gedenkstättenwissenschaft zu ganz vielen Opfern Biografien hatten, die identifiziert haben, die kannten, haben die davor eine Plexiglasscheibe eingezogen, auf denen Fotos und biografische Skizzen von diesen Personen waren, wie sie im vollen Leben standen. Und das ist unfassbar ergreifend, weil dann kannst du die beiden Sachen zusammenbringen. Dann kannst du plötzlich begreifen, dass diesen Menschen, die da vorne stehen, die Ball spielen, die schwimmen gehen, die ihre Abschlussräder an der Uni halten, denen ist das passiert. Und plötzlich wird dieser Leichenberg greifbar. Aber das ist natürlich eine Sache, die wir im Panzermuseum nicht leisten können, weil wir nicht die Hintergrundinformationen zu den Toten auf den Fotos haben. Andere Probleme, die wir dann zum Beispiel haben, ist Würde. Die Würde des Toten ist grundsätzlich ein Problem, wobei ich da einen sehr eindeutigen Standpunkt habe, dass den Toten es wahrscheinlich erstens egal ist tatsächlich und dass ganz oft die Angehörigen von Toten, gerade von Kriegstoten, heutzutage nachweislich sagen, zeig das. Weil wenn du es nicht zeigst, dann ist es vergessen und dann war sein Tod gar nichts wert. Abgesehen davon hast du aber immer noch Angehörige. Also es gibt mehr als einen Fall, den ich kenne aus von den Kollegen, wo halt tatsächlich jemand plötzlich da stand und tolles Foto, das ist mein Opa. Warum liegt der da nackt? Schwierig. Sehr schwierig. Aber das kann eben auch nicht der Grund sein, es nicht zu machen, sondern man muss es vernünftig machen. Aber es ist halt viel Arbeit. So, liebes Publikum, irgendwann, hatte ich ja versprochen, sind auch Sie dran. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch und ich habe mir noch so viele Fragen. Also sind Sie nicht dran? Also sind Sie erstmal nicht dran. Also in 10 Minuten vielleicht. Wir springen jetzt mal so ein bisschen. Das hätte man dramaturgisch besser machen können, aber es gibt ja auch viel und es gibt viele Punkte, an denen man einhaken und nachfragen kann. Im Moment scheint mir, sprechen wir über den Panzer als eine Art Artefakt, als das auszustellen, ne, als etwas, was in der Vergangenheit liegt. Ist das so? Ist der Panzer Vergangenheit? Ist in Zeiten der asymmetrischen Kriegs
Führung oder der atomaren Überbedrohung der Panzer ein obsoletes Kriegsgerät? Die Frage ist ein wunderbares Beispiel dafür, womit wir unseren Besuchern klar machen, dass das wunderbare Cultural Bias ist. Also wir als Westeuropäer, eingebunden in die NATO mit ihren wunderbaren Waffensystemen, die aus höchster Höhe verlustfrei den Feind bekämpfen, sehen das natürlich so. Unsere Besucher kommen gleich mit, wie ist das mit den Zeiten der Drohnen und Artillerie und so weiter. Wenn Sie jetzt im Kongo leben und Sie möchten gerne aus der Coltan-Mine fliehen, in der Sie als Sklave arbeiten, aber der Minen-Warlord hat halt einen alten T-54 von 1954, mit dem er das gesamte Feld bestreichen kann, hat dieser plötzlich 60 Jahre alte Panzer eine ganz andere Machtwirkung auf dich. Wenn du beispielsweise die russischen Feldzüge in Ossetien, Georgien und der Ukraine siehst, da ist der Panzer ein absolut klassisches Machtmittel auf dem Schlachtfeld, ein Instrument der Armeen, der dann in großer Zahl eingesetzt wird. Und wenn die chinesische Volksbefreiungsarmee eines Tages, warum auch immer, in den vollen Einsatz gehen würde, wären auch die Panzerflotten wieder da. Also der Panzer ist tatsächlich ein wunderbares Beispiel, um zu zeigen, wie ein Fahrzeug, das aus unserer Sicht eindeutig eine spezifische Rolle hat, nämlich ein obsoleter Dinosaurier des Kalten Krieges, in allen anderen Bereichen des Planeten völlig andere Rollen hat, die viel aktueller sind. Also wenn Sie durchs Panzermuseum gehen und würden den Leuten zuhören, die vor den alten T-54, 55 und so weiter stehen, den alten Sowjetpanzern, ja, die alten Rostlauben und so weiter und so fort, und dann guckt man nochmal mit Verstand die Nachrichten aus Libyen und aus Syrien, und da fahren die überall rum. Da machen die Arbeit. Da sind die überhaupt nicht obsolet. Also das ist die spannende Frage. Und das ist genau das, was wir auch abbilden wollen im Panzermuseum, indem wir am Ende der neuen Ausstellung so einen Kontemplationsbereich einrichten wollen, wo man über sowas mal nachdenkt. Das wäre zum Beispiel eine Erkenntnis, die man im Panzermuseum tatsächlich mal kriegen könnte, ob man da nicht vielleicht auch ein bisschen westzentristisch und eurozentristisch ist. Oder ob der Panzer, der die Coltan-Mine kontrolliert, vielleicht kein alter Russischer ist, sondern vielleicht ein alter Deutscher. Lässt sich kaum finden, tatsächlich, nee. Also die letzten. Wo fahren denn deutsche alte Panzer nicht rum? Du meinst neue? Oder weltweit? Vielleicht ja, aber auch neue. Weltweit, ja, ja, klar. Also Waffenexporte werden ein Riesenthema sein. Das berühmteste Beispiel oder das, was immer in den Medien ist, ist natürlich jetzt leider die Türkei. Wie in Syrien die türkischen Leopard-Panzer durch die Gegend fahren, die eben von uns verkauft würden an die Bündnispartner, dann erst im Putsch eingesetzt wurden gegen die eigene Bevölkerung und jetzt fröhlich durch Syrien fahren, um da einen Eroberungskrieg durchzuführen. Keine Frage, klar. Das ist unser Material. Aber ganz ehrlich, so für mich persönlich, ja und? Also das ist doch klar gewesen. Mir gefällt es fast ein bisschen, dass es jetzt endlich mal eintritt, damit den Leuten, die mir gesagt haben, das wird schon durch Proliferationsbestimmungen kontrolliert, klar wird, nein, das wird es nicht. Wenn ihr Panzer verkauft, wenn ihr Waffen verkauft, dann werden Leute damit getötet, ist doch keine Frage. Das ist wie mit den deutschen Sturmgewehren, die in Mexiko aufgetaucht sind. Hier ist mein überraschtes Gesicht. Also das sind so Sachen, die wir auch thematisieren können, natürlich. Solange wir Milliarden mit Rüstung verdienen, werden unsere Waffen auch eingesetzt werden, das ist keine Frage. So obsolet kann die Idee der Panzerwaffe auch deshalb nicht sein, weil, wenn ich es richtig sehe, Deutschland oder die Bundeswehr einigermaßen erfolglos dabei ist, mit dem Schützenpanzer Puma den teuersten Panzer der Welt oder den teuersten Schützenpanzer der Welt zu bauen oder irgendwie in den Sand zu setzen. So, also in den Sand setzt den ja tatsächlich die Rüstungsindustrie, das möchten wir mal festhalten. Wobei das Zusammenspiel aus Pflichtenheft und Industrieantworten darauf tatsächlich ein komplexes ist. Aber die Geschichte der Rüstungsindustrie ist eine Geschichte reich an Skandalen. Also die junge Bundesrepublik hat ihren größten Skandal gleich direkt mit dem ersten selbstgebauten Schützenpanzer erlebt. Der übrigens nicht Franz Josef Strauß zu Last gelegt werden kann. Das sage ich als Linker. Er hat das Ding abgebogen. Das war nicht seine Schuld. Das ist auch so eine alte Erzählung. Aber die junge Bundesrepublik entscheidet sich, einen Schützenpanzer zu kaufen. Und was passiert, sind wirklich Geldkoffer, Schwarzgelder und Entscheidungen, die offensichtlich gefaked sind. Das ist der erste Untersuchungsausschuss gewesen. Die Kultur des deutschen Untersuchungsausschusses kommt auf den HS-30 Schützenpanzer zurück. Wieder so eine Sache, die man im Panzermuseum lernen kann. Ich kriege dich immer wieder. Ist doch gut, aber so, die neue Ausstellung formt sich schon in deinem Kopf. So vielleicht, jetzt wo wir auch bei Geldern sind, du sagtest eben irgendwie, weil die Bundeswehr kein Geld hat. Das ist ja alles sehr relativ mit dem Geld. Im Bundeshaushalt 2019 belegt der Verteidigungsetat hinter Arbeit und Soziales den zweiten Platz mit 43,2 Milliarden. Das sind ein bisschen über 12% des Bundeshaushalts. Wie bitte? Das Ministerium für was? Forschung und Bildung hat 5% davon?
Das Familienministerium knapp 3. Kultur hat 0,48 Milliarden. Was im Übrigen, wo wir bei dem Puma waren, ziemlich genau der Preis ist, den wir jetzt bezahlen müssen, um relativ kurzfristig bis 2023 23 dieser Puma-Fahrzeuge nachzurüsten. Das kostet knapp 0,5 Milliarden und das ist so viel wie der gesamte Bundeshaushalt für Kultur. Also dafür besteht die begründete Hoffnung, dass sie dann auch mal fahren. Ja. Der Staat gibt also 90 Mal mehr für seine Verteidigung aus als für seine Kultur. Keine Ahnung, ob du jetzt der richtige Ansprechpartner dafür bist, aber so als bescheidener und naiver Arbeiter im Weinberg der Kultur, der ich nun mal bin, wollte ich das mal loswerden, dass mich diese Prioritäten doch einigermaßen rat- und fassungslos machen. Dich auch oder dich nicht mehr oder noch nie? Das sind so Fragen, die können einem direkt um die Karriere bringen, das ist ja klar, ne? Also ich. Nein, also mich hat immer nur ratlos gemacht, wie wir tatsächlich dem Kulturbereich so wenig zuschanzen können, dass die Bundeswehr beispielsweise, dass es ja auch kein Geheimnis, mehr Geld hat, als sie ausgeben kann. Es bleiben ja jedes Jahr Milliarden übrig. Ist ja auch noch so ein Aspekt, den du noch gar nicht erwähnt hast. Ruhig oder froh machen kann uns vielleicht, dass die Bundesförderung von 20 Millionen in diesem Wehrhaushalt versteckt ist. Also das Panzermuseum wird auch aus dem Wehrhaushalt umgebaut. Insofern, nein, ich kann dazu nicht sagen. Das ist, ich fände es als Linker hervorragend, wenn wir einfach mal die Gewinne massiver besteuern würden und die Reichen massiver besteuern würden und das Geld dann eben direkt zu uns umleiten würden, in Kultur. Finde ich total super. Dann hätten wir 2 große Haushalte, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Fair enough. Liebes Publikum, ich hoffe und rechne auf und mit Ihren Fragen und Anmerkungen. Bitte pro Person erstmal nur eine Frage. Wir kennen da diese Menschen, die dann auf einmal 5 haben und das Mikro kapern. Also erstmal eine Frage pro Person, so es welche gibt. Ich habe hier natürlich auch noch genug, aber jetzt seid ihr mal dran. Hier vorne. Moment, aufs Mikro. Warten Sie eine Sekunde. Aufs Mikro warten, damit wir alles verstehen können. Jetzt kann ich eine Antwort auf die Aufnahme alles kommt. Waren Sie selbst eigentlich bei der Bundeswehr? Oder wie ich es damals gefragt wurde, haben Sie eigentlich gedient? Das war tatsächlich die erste Frage, die mich erreicht hat. Ja, habe ich tatsächlich. Panzergrenadier in Munster. Ja, tatsächlich. Ach, dann, wo sonst, genau. Also dann weiß ich ja Bescheid. Der Deal war tatsächlich, dass ich mich freiwillig zu den Panzergrenadieren gemeldet habe, weil ich damit vor Ort bleiben konnte, um Heimschläfer zu werden. Und ich auch gedacht habe, wenn ich schon zur Bundeswehr gehe, was ich wollte, dann will ich wenigstens richtiger Soldat werden, was mein Luftwaffenvater eher angriff. Und dann hat es aber dazu geführt, dass ich am Ende im Geschäftszimmer gelandet bin, weil ich halt tatsächlich damals schon mit Worten zaubern wollte und dann durfte ich halt tippen. Also ich habe die Grundausbildung mitgemacht und dann musste ich ins Geschäftszimmer. Es war tragisch. Ich leide heute noch drunter. Deswegen das Panzermuseum. Wie groß ist Ihre Bindung an das Militärhistorische Museum, was zumindest die Weisungsberechtigung betrifft? Das ist halt die Eigenart unserer Doppelstruktur. Also das MHM ist unterstellt eigentlich dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften in Potsdam. Das ist erstmal das Erste. Also jetzt gehen wir eine Ebene hoch. Und die Lehrsammlung in Munster ist wiederum diesem ZMSBW unterstellt. Ich und meine zivilen Kolleginnen und Kollegen stehen natürlich daneben. Wir sind uns aber freundschaftlich kritisch verbunden. Das bedeutet, natürlich können die uns nichts befehlen. Ich kann keine Befehle entgegen, ich bin Zivilist. Natürlich muss ich mir aber auch überlegen, worüber will ich mich streiten und in welchem Maße. Und wie ist die Frontstellung in jeder Frage? Also wenn beispielsweise, das ist jetzt wieder für dich ganz spannend, die Bundeswehr hat starke lokale Kulturen. Also es gibt eine lokale Bundeswehr und die Bundesbundeswehr. Und wenn Sie jetzt beispielsweise Munster ein Projekt haben, wo der lokale Kommandeur, der General sagt, das trage ich voll mit und alle finden das auch, dann kann man sich überlegen, ob man sich mit den höheren Instanzen anlegt. Wenn ich wiederum mit MAM mich in einer Sachfrage im Übereinkunft finde und aber der lokale Kommandeur das überhaupt nicht gut findet, muss ich mir auch überlegen, ob ich die als Allianz mitnehme. Also es ist eine soziale, schwierige Situation, aber um das mal kurz ernsthaft zu beantworten, die letzten 10 Jahre haben uns die Dresdner stets geholfen.
beziehungsweise in ein oder zwei Fällen, wo sie gesagt haben, da finden wir, habt ihr nicht recht, habe ich mich geärgert, habe es anders gesehen, habe aber die Argumente nachvollziehen können. Ganz früh haben wir beispielsweise im Munster gesagt, Potsdam, also das ZMS-BW, ist die Schiedsstelle, weil ich ja gesagt habe, wir haben angefangen sehr holperig, es gab relativ viel Streit im ersten Jahr und wir haben dann beide gemerkt, der Leiter der militärischen Seite und ich, wir brauchen irgendeine Instanz, auf die wir uns einigen können, wir brauchen einen Schiedsrichter, eine Schlichtungsstelle. Und in Potsdam ist eben der Ort, wo wir beide zufrieden waren. Der Soldat hatte in Potsdam Leute in Uniform, er wusste, die kommen aus der Bundeswehr, die sind aus seinem Stall, positiv gesprochen. Und ich wusste, die Leute in Potsdam sind aber auch richtige Historiker und Museumsleute und ticken so wie ich. Das heißt, wir konnten beide sicher sein, wenn Potsdam sagt, du hast recht, können wir beide damit leben. Und Dresden genauso. Das ist so unser Zusammenhang. Genau. Ja. Hier in der Mitte und dann dahin. Ja, Sie sprach ja davon, dass das Museum auch, sagen wir mal, saniert werden muss auf Dauer. Können Sie damit dann auch gleichzeitig einen anderen Standort wählen? Denn Sie sagten ja auch, Sie wollen Schulklassen erreichen und warum gehen Sie, ich sage jetzt mal, nicht ins Ruhrgebiet, wo Sie deutlich mehr Schulklassen erreichen oder nach Berlin oder so? Welche Möglichkeiten der Standortveränderung haben Sie, da ja die Bundeswehr selbst da jetzt nicht mehr zwingend was lernen muss, wie Sie ja selbst gesagt haben? Also die, wenn wir den Standort verändern wollten, müssten wir es natürlich mit der Bundeswehr zusammen entscheiden, weil ja, wie gesagt, die Ausstellungsstücke der Bundeswehr gehören. Das heißt, es wäre ein Zweiklang. Ich habe in 11 Jahren kein Signal gesehen, dass die Bundeswehr irgendeinen Grund sieht, die Panzer von dort wegzuholen aus Munster, weil natürlich für die Besucherzahlen irrelevant sind. Die wollen ihre eigene Ausbildung haben. Und die Offiziere des Heeres werden halt in Munster ausgebildet. Und das Panzermuseum, also auch an anderen Standorten, aber eben auch in Munster. Und das Panzermuseum ist eben im Rahmen der politisch-historischen Bildung dieses Führungsnachwuchses ein wichtiger Faktor. Das heißt, aus Sicht der Bundeswehr ergibt es vollkommen Sinn, dass die Panzer in Munster stehen, weil es aus deren Sicht das Zentrum ist, nicht die Peripherie. Für uns ist es genau umgekehrt, aber das ist denen dann tatsächlich egal. Und da wir ja in der Situation, in der wir jetzt sind, trotzdem in diese enormen Besucherzahlen kommen, können wir damit auch leben. Grundsätzlich gilt natürlich auch, und das sieht man an Dresden sehr schön, wenn Sie ein militärhistorisches Museum in eine Kulturregion stellen, konkurrieren Sie auch mit denen. Also ich weiß bis heute nicht, wie viele Leute tatsächlich direkt Semperoper, Zwinger und MAM machen. Es gibt sie, aber ich weiß nicht, wie viele. Und wenn wir jetzt im Ruhrgebiet säßen, weiß ich nicht, ob wir wirklich auf höhere Nettozahlen kämen am Ende. Also ich kann es nicht sagen, aber wie gesagt, die Bundeswehr zeigt eh keine Zeichen für eine Standortverlagerung, damit ist das Thema dann auch schon durch. Deswegen lebe ich auf der A7. Ja, Peripherie hin oder her, wenn ich hier nochmal ganz kurz einhaken darf, dass du und deine Arbeit großen Publikumserfolg feiern könnt, das kam schon, glaube ich, zwischen den Zahlen durch. Aber du hast im letzten Jahr jetzt wirklich den Zuschauerrekord gebrochen. Ne? Also die Peripherie hält viele Leute nicht davon ab, zu kommen. Wie viel waren denn da? 115.000. Genau. 115.000. Um das mal kurz einzuordnen, es gibt halt in Deutschland, spannende Frage, weiß jemand, wie viele Museen es ungefähr in Deutschland gibt? 1.000, wer geht höher? 1.500, wer hat einen richtig starken Drang, höher zu gehen? Fast 7.000 Museen. Sie haben 7.000 Museen in Deutschland, von denen natürlich die Masse, die Hälfte ungefähr, kleine Häuser sind mit 1, 2 Angestellten, vielen Ehrenamtlichen und so weiter. Aber dann eben auch noch 3.000 größere Häuser anhängig sind mit richtigen festen Mitarbeitern und so weiter und so fort. An der Spitze dieser Häuser sind natürlich die berühmten Dickschiffe. Also das Deutsche Museum, das Deutsche Historische Museum, die irgendwie auf 1 Million Besucher pro Jahr kommen. Die jenseits von, das ist die Champions League. Aber bei dieser Masse von 7.000 Museen haben sie eben nur 5% oder 4,8%, die diese 100.000er-Grenze durchbrechen. Und da gehört das Panzermuseum Munster zu. Und das ist ein Riesenspaß, weil Militärgeschichtsfans auch zu großen Teilen sehr jammerig sind. Das bedeutet, sie haben ganz oft Facebook-Postings, YouTube-Postings, die sich nur umdrehen. Man darf das ja gar nicht toll finden, wenn man sich für Panzer interessiert, ist man gleich Nazi und so weiter und so fort. Und wir sagen halt, guckt euch den YouTube-Channel an, guckt euch die Förderung an, guckt euch an, wie wir in dem Fernsehen sind, in den Zeitungen und so weiter und so fort. Das Panzermuseum mit seiner Besucherzahl ist ein Beweis dafür, dass Militärgeschichte, wenn sie modern gemacht wird, wenn sie vernünftig gemacht wird, überhaupt nicht randständig ist. Es interessiert die Leute. Es geht nur der Auftrag damit einher, es auch vernünftig zu betreiben.
Siehst du einen direkten Zusammenhang zwischen deinem Besuchererfolg und deinem großen Engagement und auch deinem großen Erfolg auf den Social-Media-Kanälen, wo du das Erfolgreichste, ich kann das nur mal wiederholen, das Erfolgreichste. Mit Abstand erfolgreichste. Genau. Ja, also, kann man ja mal sagen. Also, gibt es da einen direkten Zusammenhang oder ist es nur so eine Korrelation? Wie viel bringt es dann wirklich, wie viel spült das durch deine Tore, wenn du viele Follower hast? Wir haben es nie evaluiert. Wir sind das erste Mal in diese Region der 113.000, 114.000 gekommen, als das noch am Wachsen war. Ich glaube tatsächlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir würden jetzt ohne den Umbau noch weiter wachsen, dann würde man spüren. Ich glaube, momentan ist es so, dass diese gesamte Social-Media-Aktivität vor allen Dingen dazu dient, die Fans und die Leute, die das Panzermuseum kennen, zu binden oder zum Erstbesuch, den sie sowieso schon vorhatten, wirklich zu motivieren. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir eine enorme Quote an Erstbesuchern haben. 75% Erstbesucher. Das heißt, wir mobilisieren wunderbar. Das heißt aber auch, wir haben nur 25% Wiederholungstäter. Das heißt, wir binden absolut miserabel, weil wir eben in der jetzigen Ausstellung wenig Geschichten erzählen. Man geht einmal durch, ist komplett platt danach und hat das Gefühl, ich muss da nie wieder hingehen. Deswegen eben der Versuch, viele verschiedene Geschichten zu präsentieren, damit die Leute nachher sagen, da fahre ich nächstes Jahr nochmal, denn ich habe mindestens 5 Vertiefungsbereiche gar nicht gesehen. Ich glaube, die Social-Media-Geschichten führen dazu, dass die Leute uns im Blick behalten, dass unsere Wiederholungsbesuche hochgehen werden. Die letzte Erhebung ist, glaube ich, aus 2016. Das wäre jetzt mal spannend, das mal wieder zu machen. Ich glaube nicht, dass es wirklich Massen an Leuten zu uns spült, wobei ich das auch nicht unbedingt verneinen würde. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Wir haben keine richtige Evaluation dafür. Irgendwo in der Mitte. Also Schaden tut es nicht, das kann man sagen, und es ist auch, auch meine persönliche Bemerkung, es lohnt sich auch für Sie da mal reinzugucken, das Engagement, mit dem du da zugange bist, ist unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, wie du das moderieren willst, weil tun wir nicht. Also das wird dann irgendwann schwierig. Genau, ne? das ist aber wie so ein Beispiel für Social-Media-Arbeit zum Beispiel. Wir haben uns entschlossen, dass wir Facebook richtig moderieren, da sind wir immer präsent, achten auf den Tonfall, achten auf die Aussagen, motivieren unsere normalen Fans, an Diskussionen teilzunehmen, löschen, moderieren, verwarnen und solche Sachen. YouTube haben wir relativ früh als die Jauchegrube des Internets identifiziert. Haben gesagt, da machen wir nichts. Also da wird Volksverhetzendes gelöscht, aber ansonsten mischen wir uns in die Diskussion nicht ein. Das hat keinen Zweck. Ich hatte irgendeine Frage da hinten unterbunden. Da. Ja, ich habe eine Frage zu dem Walter Benjamin-Zitat. Ja. Und zwar, also als ich im Panzermuseum war, habe ich das auch nochmal nachgelesen und so. Und der erste Satz, der Satz, der da vor diesem Zitat kommt, ist ja, dass besonders gerne Leute vom sozusagen vom Pazifismus reden, die aber eigentlich den Krieg machen, so paraphrasiert. Und ich finde es irgendwie sehr ironisch, weil das Panzermuseum ja nun zur Hälfte irgendwie von der Bundeswehr finanziert, betrieben wird, und frage mich, ob das vielleicht auch ein bisschen symptomatisch ist, dass man auf der einen Seite diesen Interessen, also dass man auf der einen Seite sagt, es darf kein Lippenbekenntnis bleiben, über den Krieg zu reden und irgendwie den Frieden zu wollen, und aber gleichzeitig im Grunde ist schon ein bisschen zu einem Lippenbekenntnis degradiert. Und meine Frage bezieht sich halt auf diesen Interessenkonflikt, ob es Themen gibt, wo du das Gefühl hast, die kannst du vielleicht nicht behandeln oder kannst du in der Form nicht behandeln. Und ist das ein Problem unter anderem für diese Anbringung dieses Zitats? Sehr schöne Frage. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Probleme ich tatsächlich im Umgang mit der Bundeswehr damit habe, wenn es darum geht, Themen zu setzen. Das beste Beispiel sind tatsächlich diese Kisten, die wir 2011 eingerichtet haben, wo ich mich auf eine lange Diskussion eingestellt habe, wo ich gedacht habe, das war ja zu einer Zeit, wo das Wort Krieg in Afghanistan noch diskutiert wurde. Wir erinnern uns an den Freiherrn und die Frage, ob man das Krieg nennen darf und so weiter. Und da dachte ich, jetzt gibt's eine Riesendebatte darum, ob wir das machen sollten. Und die Bundeswehr hat gesagt, ja, natürlich, das muss da rein. Ich glaube, es fällt leichter, wenn man den größeren historischen Bogen spannt und sich natürlich überlegt, klar, die sind in Mali zugange, die sind in Afghanistan zugange, das ist alles sehr schwierig. Aber die Vorgängerorganisation war die Wehrmacht. Und dann kann man sich ein bisschen entspannen, glaube ich. Weil die Bundeswehr tatsächlich bei allem, was man im Tagesgeschäft dann kritisieren kann, im Kern eine ganz andere Armee ist als Armeen, die wir sonst auf deutschem Boden erlebt haben. Und dann, glaube ich, kann man das schon so argumentieren, dass man sagt, das ist schon das Beste, was wir kriegen können bei dieser Armee. Denn das ist kein Verein mehr, der Angriffskriege irgendwie in der Schublade hat, was die Armeen davor alle drei hatten. Insofern komme ich damit zurecht. Und ein bisschen ist es natürlich so, es ist schwierig, aber das ist ja auch unser Bekenntnis vor allen Dingen.
Öffentlichkeitsarbeit und das Bild des Museumsbetriebes ist ja unsere Aufgabe. Die Bundeswehr hat auch immer die Möglichkeit und nutzt sie auch gelegentlich, sich ein bisschen von uns wieder zu distanzieren und zu sagen, das ist nicht unser Kernding und dann ist es halt eben so. Hat das ungefähr beantwortet? Sonst danach noch beim Weinen. Also, aber das ist eine sehr gute Frage. Es ist schwierig, klar. Also als Museum, das mit von einer Armee getragen wird, ein Pazifismus-Zitat hinzustellen, ist schwierig. Aber ich glaube, mit der Armee kann man es machen. Das klang jetzt aber sehr nach Werbung, ne? Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Die kommen noch? Du bist erfahren, was das angeht. Ich finde ja zu der Geschichte gehört ja auch immer die Aufarbeitung in auch popkultureller Sicht und wie Sie ja an mir vielleicht sehen können, ich mag genauso Metal wie Sie wahrscheinlich und möchte deswegen fragen, es gibt ja die große Band Sabaton, die ja mit ihrer Kriegsthematik auch wirbt und damit umgehen und mich interessiert da vor allem Ihre Sicht auf diese oftmals ja doch lapidare Art, mit Krieg umzugehen. Gleichzeitig aber auch den Versuch ja der Geschichte entgegenzukommen, indem man zum Beispiel einen eigenen YouTube-Channel mit einem Historiker startet oder so. Jetzt wird's emotional. Also, wir hatten tatsächlich, als wir noch kleiner waren und Sabaton auch, mit denen engen Kontakt. Also es gibt ja auch ein Video von Per, wie er bei uns im Panzermuseum ist. Sabaton, für die es unter Ihnen nicht wissen, ist eine schwedische Band, die so eine Art Bierzelt-Metal macht, der früher gut war und heute schlecht ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und die tatsächlich grundsätzlich und ausnahmslos, bis auf ein, zwei Grenzfälle, Kriegsthematiken verarbeiten in ihren Texten. Wir haben damals tatsächlich angedacht, das war in der Planung, dass die tatsächlich im Panzermuseum ein Konzert spielen. Und zwar, weil... Genau, du lachst, aber weil die früher sehr gute Texte geschrieben haben. Erstaunlich ausgewogene Texte über verschiedenste Aspekte, wirklich über Kriege aus allen Jahrhunderten, in allen globalen Gegenden, natürlich auch mit dem Schwerpunkt 20. Jahrhundert, Westen und so weiter, aber auch ganz andere Sachen. Und sich immer bemüht haben, die Binnenperspektive der Beteiligten einzunehmen. Und das erstaunlich distanziert gemacht haben. Also als Antwort auf die Frage, das wäre so ein Weg gewesen und deswegen haben wir das damals angedacht, mit denen zusammen was zu machen, den ich gut fand. Dann sind sie erfolgreich geworden und dann sind sie tatsächlich oberflächlich geworden, auch in ihrer gesamten Geschichtsvermittlung dünner geworden und tatsächlich haben den Anspruch an sich selbst verloren, das vernünftig zu machen. Und dann schließt sich wieder der Kreis, man muss es vernünftig machen. Und deswegen würde ich heute mit denen nicht mehr zusammenarbeiten tatsächlich. Obwohl wir heute, wenn sie auftreten würden, wesentlich mehr Besucher dadurch ziehen würden. Genau, das ist die Kernantwort. Also ich habe tatsächlich da schließt sich auch wieder die Frage zur Bundeswehr, ein Exposé für die geschrieben, in dem ich die Texte analysiert habe, um denen klarzumachen, wir können die einladen, ohne uns auf dünnes Eis der Kriegsverherrlichung zu begeben. Aber das war eben vor 5 Jahren. Insofern, heute wäre das keine Option mehr. Plus, die Platten sind einfach schlecht geworden. Aber das ist mein persönliches. Ja, Sie hatten über die Fotografien gesprochen, die Sie nutzen, um die Folgen des Krieges zu zeigen. Es gibt ja da noch die andere Ebene der bildenden Kunst. Also wenn man die Arbeiten von Otto Dix über den Ersten Weltkrieg sieht, ist das natürlich etwas, was wenig die Technik verherrlicht, aber viel die Folgen zeigt. Im Zweiten Weltkrieg, der ist ganz anders von der bildenden Kunst auch dargestellt worden. Spielt das auch eine Rolle für Sie oder ist das zu wenig dokumentarisch, was man ja der Fotografie einfach mehr zuschreibt, wobei die Malerei oder die Grafik aus der, sage ich mal, dann auch etwas entfernten Sicht eines Otto Dix ja eine ganz andere Ebene noch reinbringt? Das ist ganz einfach zu beantworten. Ja, auf jeden Fall. Das möchten wir sehr gerne drin haben. Das Problem geht da mit den Beständen los, mit der Sammlung los. Wir haben sowas halt nicht im Original, müssten dann auf Reproduktionen zurückgreifen, was ja immer im Museumswesen eine schwierige Sache ist. Aber grundsätzlich ja, das ist allein schon deshalb wichtig, weil wir einen gesamten Bereich über die Kultur des Panzers haben, die Kulturgeschichte des Panzers. Da kommen dann beispielsweise so Sachen rein wie, also ein Beispiel, das ich mal nehme, was wir nicht bekommen werden, aber was es gibt. Es gibt in Großbritannien ein Kirchenfenster, in dem der Drachentöter als Panzer dargestellt ist. Also anstatt als Ritter mit Lanze ist er eben als Markpanzer dargestellt. Das ist eine Kulturgeschichte des Panzers, die ich unglaublich gerne abbilden würde. Also wer sowas von Ihnen kennt in Deutschland, sagen Sie mir Bescheid.
Auch Musik ist ein Riesenthema, Musik und Panzer, das ist eine Sache, die wir abbilden wollen. Es gibt ein oder zwei Künstler, die ich jetzt im Auge habe, von denen ich keine Ahnung habe, ob sie relevant genug sind, um sie ins Panzermuseum zu bringen. Aber ja, da haben wir gar keine Berührungsängste. Wenn wir da irgendwas bekommen können, sofort. Wir haben zum Beispiel lokale Künstler aus der Heide-Region, die die Panzererfahrungen verarbeitet haben, auf eine sehr spannende Art und Weise. Die sind eigentlich fast gesetzt für die Ausstellung, genau. Jetzt kommt die Frage, wann Sabaton schlecht geworden sind, ne? Das sieht so aus. Ja, tatsächlich nein. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht ganz, ob die hierher gehört, zum alltäglichen Museumsbetrieb. Ich weiß über den YouTube-Channel, dass Sie mit Bovington zusammen zum Beispiel das Tanknet betreiben. Ja. Wie sieht das eigentlich aus mit Exponaten und Zusammenarbeit mit zum Beispiel Kubinka? Mhm. Gibt es da die Möglichkeit, Exponate aus Russland zu kriegen, sowjetische Artillerie oder ja, eben die Sonderfahrzeuge wie das Kahlgerät oder ja, solcherlei Geschichten? Ja. Oder kriegt das einen Platz in der Ausstellung? Es gab ja auch auf YouTube immer mal die beliebte Frage, wann kommt denn der E-100 oder solcherlei Geschichten? Ja. Das will ich jetzt gar nicht anreißen, aber eben, ob sowas auch einen Platz kriegt, mhm, die Spinnereien, die damals stattgefunden haben oder mhm, eben auch die realistischen Umsetzungen, Waffenträger, Henschel oder sowas. Ja. Sehr spannende Frage. Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Das eine ist eben sozusagen die Papiertiger und das andere ist eben Kubinka. Also für Sie alle zur Erklärung, die es nicht wissen, eigentlich hat jedes Land hat ein Panzermuseum oder die größeren Staaten, die Panzer gebaut haben. Es gibt eins in Großbritannien, Frankreich, auch Italien, Spanien haben kleine Panzermuseen und das große russische ist eben Kubinka. Um die Frage konkret zu beantworten, wir haben 2012, glaube ich, war das, den Direktor von Kubinka zu Gast gehabt, weil die damals aus dem Status einer staatlichen Behörde runtergestuft wurden auf den Status eines, traumhaftes Wortgebilde, einer semi-autonomen Föderationsbehörde. Was bedeutet, dass sie zwar weiter kontrolliert worden, aber kein Geld mehr gekriegt haben. Ein Traum in der Entwicklung eines Museums. Deswegen sind die losgezogen und haben in ganz Europa sich angeguckt, wie andere Panzermuseen sich finanziell, ökonomisch und merchandise-mäßig aufstehen, um Geld einzukriegen. Damals haben wir mit denen einen Kooperationsvertrag geschlossen, der im Kern besagt hat, wenn wir uns gegenseitig was Gutes tun können, dann machen wir das. Und wie das so oft ist mit Verträgen nach Russland, haben wir seitdem beidseitig nichts mehr voneinander gehört. Das war jetzt einfach das so. Also wir sind uns freundschaftlich kühl verbunden. Grundsätzlich gilt bei allen Fragen nach Ausleihen, das ist natürlich... Wir verleihen keine Bilder. Also wir verleihen große, schwere Geräte, die Kriegswaffen sind. Wenn Sie jetzt beispielsweise Russland haben als Leihgeber und dann kommt da die Ukraine als Landweg dazwischen und dann, das ist alles nicht so einfach. Plus, Sie haben natürlich politische Aspekte. Russland und Deutschland haben eine schwierige Zeit momentan und die Bundeswehr wäre der Leihnehmer. Das ist alles nicht so einfach. Grundsätzlich, und jetzt der Übergang zu Ihrer nächsten Frage, ob das interessant wäre. Es gibt für Sie alle zur Erklärung, es gibt eine Riesenfaszination für diese gesamten Papiertiger, Papierpanzer. Das sind alles die absurden Wehrmachtsfahrzeuge, die es immer nur bis aufs Papier geschafft haben. Deswegen der Begriff des Papierpanzers. Riesenfahrzeuge, sehr abgedrehte Konstruktionen und so weiter. Die haben einen riesen popkulturellen Stellenwert heutzutage durch das Internet. Es gibt Millionen von Usern, die abgefahrene Fahrzeuge kennen, die früher kein Mensch kannte, besser als die Panzer, die wirklich in der Nutzung waren im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen habe ich meine liebe Not mit dieser Sache. Einerseits weiß ich, dass ich zum Beispiel mit einer Sonderausstellung enorm viele Besucher ziehen könnte, weil das einen popkulturellen Aspekt bedient, der groß nachgefragt wird. Andererseits ist mir wichtiger, dass ich als Panzermuseum natürlich abbilde, was die reale Geschichte war. Und da sind es die, für die Internetleute, langweiligen, realen Panzer 3, Panzer 4, Panzer 5, die halt gezeigt werden müssen, aufgearbeitet werden müssen, auch den Raum kriegen müssen. Und da wir sowieso zu wenig Raum haben, um das zu zeigen, was wir haben, wird es da eher dünn. Was ich mir vorstellen könnte, und da schließt sich der Kreis zu der Kulturgeschichte des Panzers, ist dieser popkulturellen Faszination dafür, Raum einzuräumen, vielleicht am Beispiel eines solchen Fahrzeuges, aber dann eben, um das zu vermitteln, um zu sagen, es ist total spannend, dass sich Tausende von Zwölfjährigen mit absurden Prototypen beschäftigen, aber mehr auch nicht. Das ist es im Prinzip. Es gab ja früher die sogenannten Traditionsverbände. Hat man da zwischenzeitlich bei Ihnen auch aufgeräumt, beziehungsweise wird auch da noch nachgefragt? Aufgeräumt klingt so, als wenn ich da irgendwie reingeschlagen hätte. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir relativ viele gewachsene
Verhaltensweisen gestoppt haben. Also dass es Gratis-Eintritte für Traditionsverbände von Panzerdivisionen aus dem Zweiten Weltkrieg gab, das haben wir gestoppt. Da sahen wir keinen Grund für. Wenn die wirklich rein wollen, können sie auch die paar Euro bezahlen. Die Tatsache ist aber auch ganz klar, das erledigt sich auch einfach mit der Zeit. Die Zeitgenossen sterben, sind größtenteils jetzt schon gestorben und den Jüngeren schulden wir gar nichts. Das sage ich Ihnen ganz klar. Und dadurch hat sich auch die Inanspruchnahme des Panzermuseums als deren Haus erledigt. Wir sind immer noch dankbar, und das sage ich ohne Ironie, wenn diese Leute auftauchen und sagen, hier, bei der Tafel habt ihr aber Mist gebaut, da war ich dabei. Das muss natürlich verifiziert werden, aber der Input von den letzten Zeitgenossen ist eine wichtige Sache. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Privatunternehmen? Also könnte zum Beispiel Rheinmetall kommen und sagen, ich baue euch eine neue Halle und dafür stelle ich dafür was aus? Oder gibt es Sponsoring, Lobbyarbeit, irgendwas in die Richtung? Rheinmetall, KMW sind die ersten Gedanken. Die anderen sind übrigens Modellbauer. Also das Panzermuseum in Großbritannien hat von Tamiya jetzt eine Halle hingestellt bekommen. Grundsätzlich wäre ich mir dafür nicht zu schade, sage ich ganz ehrlich, weil die ihr Geld sowieso machen, dann nehme ich es auch, um vernünftige Museumsarbeit zu machen. Leider geben sie es uns nicht. Was sie machen, ist, dass tatsächlich, also zur Erklärung, es gab früher verschiedene panzerbauende Firmen in Deutschland und die sind über die Jahrzehnte alle in zwei großen Firmen aufgesogen worden, nämlich in KMW, Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall. Und ich habe bei denen ganz offen angefragt, gesagt, wir wollen das Museum umbauen. Ihr, beziehungsweise eure Vorgängerfirmen, habt diese Panzer gebaut. Und heutzutage ist es doch eine Zier, proaktiv hinzugehen und die eigene Geschichte aufzuarbeiten, anstatt dass dann irgendwann mal wieder der Spiegel auf der Matte steht und sagt, guck mal, da stehen die Rheinmetall-Panzer. Beide Firmen haben aber ausdrücklich gesagt, sie fördern keine kulturellen, ich glaube auch sonst keine Sachen. Eine Firma fördert irgendwie so eine Lachen für Leben e.V. oder so als einzige Sache, ausdrücklich. Aber ansonsten haben beide Firmen gesagt, sie möchten das nicht fördern, weil sie sich nicht mit der Debatte auseinandersetzen möchten, wenn Rüstungsfirmen Dinge fördern. So habe ich das Gespräch im Kopf. Ich wäre mir aber nicht so schade, das Geld zu nehmen, sage ich ganz ehrlich. Es müsste dann klar gesagt werden, damit hätte ich auch kein Problem, aber wenn wir damit gute Museumsarbeit machen könnten, ja. Wenn mit dem Geld einherginge, dass eine Einflussnahme auf die Ausstellung stattfindet, dann nicht. Das ist auch klar. Also so viel Stolz habe ich noch. Haben Sie auch panzerbrechende Waffen damit ausgestellt und dann mal einen Panzer, der im Matsch stecken geblieben ist und einer schmeißt oben was rein und Sie sehen das Abschreckende auch von dieser Waffe? Ja, eindeutig. Also wir haben es noch nicht, aber der Kampf tatsächlich des ungeschützten Menschen gegen die Maschine ist genau das, was ich am Anfang meinte mit der Erlebniswelt, dass das auch abgebildet werden soll. Also die Frage erstmal mit einer gezogenen Panzerabwehrwaffe, wie man dahinter agiert, wenn man in der Stellung steht und wechseln muss beispielsweise. Oder eben dieses Ranarbeiten wirklich mit der Bündelladung oder mit sonst irgendwas. Das soll auch abgebildet werden. Wobei wir uns da natürlich fragen müssen, wie machen wir das am besten? Wahrscheinlich ist da tatsächlich die Textquelle, die erzählte Geschichte, das Intensivste. Oder, und da schließt sich der Kreis wieder zur Kunst, das sind so Momente, wo man sich vielleicht überlegen könnte, ob da nicht tatsächlich das Medium, der Film, wenn es vernünftig gemacht wird und als solches natürlich gekennzeichnet und erklärt wird, nicht das Bessere ist. Meine persönliche Erfahrung damit ist nämlich, also wirklich als Filmgucker, der 93er Film Stalingrad, diese berühmte Szene, wo jemand versucht, vor einer Kette wegzukriechen und die Angst, überrollt zu werden, ist tatsächlich bei den meisten Soldaten die primäre Angst, wenn es um das Waffensystem Panzer im direkten Kontakt geht. Interessanterweise ist für alle Soldaten, die in Panzern gesessen haben, über die gesamten 100 Jahre durch alle Staaten, die primäre Angst immer das Verbrennen gewesen. Nicht die Explosion, das Verbrennen. Aber das sind so Sachen, genau, die müssen auch abgebildet werden. Ja, Panzerabwehr hat einen ganz wichtigen Stellenwert bei uns im Konzept, ja. Genau, das ist eins der berühmten, so, das muss auch mit rein, gibt es gar nichts, müssen wir uns nur leisten können, das kostet echt Geld. Ja. Das ist der berühmte Tankman, der im Rahmen des Tiananmen-Aufstandes da kommt eine ganze Kolonne von chinesischen Panzern. Und er ist vom Einkaufen gekommen und hat sich einfach davor gestellt, um die aufzuhalten. Und einige westeuropäische Journalisten, die das fotografieren wollten, haben das eben dann fotografiert. Sorry. Und der Fotograf dieses Fotos, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ist auch egal. Er hat noch in einem Interview gesagt, er hat sich noch geärgert, weil er dachte, der Typ verdirbt mir mein Foto. Und jetzt ist es das ikonische Foto von Mensch gegen Maschine. Und bevor jemand fragt, nein. Es gibt nur wenige in guter Auflösung. Es ist schwer, die sind so ein bisschen, alle so ein bisschen. Genau, es gibt auch Video davon aus verschiedenen Hotels, weil die europäischen oder die westlichen Berichterstatter saßen alle in einem Hotel, deswegen hast du das aus verschiedenen Etagen immer nur. Mhm.
Und man weiß bis heute nicht tatsächlich, wer das war. Und man weiß auch nicht, wo die Person abgeblieben ist. Also wenn Sie nach googeln, es gab vor 2 Jahren zum Jahrestag ein riesen New York Times Feature. Das war irgendwie 5 Seiten lang mit allen Erkenntnissen. Aber man weiß bis heute nicht, wer das war. Ich komme jetzt auch zum Abschluss drauf, wo so ein bisschen über Popkultur gesprochen wurde. Ich hatte ja am Anfang auch von kulturellen Codes gesprochen. Das ist jetzt so ein bisschen unter die Ketten geraten. Sorry. Das könnte ich zum Beispiel nicht sagen. Nee, ich glaube, ja. Ich sitze auch recht. Auch die Passepartout-Idee, ja, also der Panzer als Symbol oder als Ikone, als etwas, das sich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen irgendwie widerspiegeln kann und auch interessant für dich werden kann. Zum Beispiel in der Popkultur, du hast ja eben auch gesprochen über die Musik, das wäre interessant. Mhm. Ein anderer ganz wichtiger Bereich, über den man auch lange hätte sprechen können oder müssen, ist die Computerspielindustrie, ja. wo die Panzer ganz wichtig sind. Und bei der Frage nach Privatunternehmen hättest du auch von Spielherstellern sprechen können, mit denen du kooperiert hast. Gibt es, wenn wir über Popkultur sprechen, gibt es nennenswerte Filme, wo der Panzer eine Rolle spielt? Ja, ja. Es gibt zum Beispiel, wie hieß er denn, war das Lebanon? Es gibt jetzt einen mit Brad Pitt. Ja, ne? Genau. Also Lebanon ist der bekannteste, wo ein israelischer Merkava-Panzer die ganze Zeit von innen das Setting des Films ist. Ach du lieber, also, ja, ach du lieber Gott. Wobei der Merkava einer der innenraumgrößten Panzer der Geschichte ist. Aber der spielt komplett in diesem Panzer und zeigt halt die Besatzung. Wobei du da auch diese Mechanismen des Zusammenschweißens und Streit und Verbinden und Panik und so weiter wunderbar sehen kannst. Mhm. Anderer Film, berühmt, ist dieser Fury-Film mit Brad Pitt, der eine ganze Zeit lang vieles richtig macht und dann ein ganz fürchterlicher Film wird. Es gibt einen Film aus den 80ern mit dem wunderschönen Titel The Beast, der im Afghanistan-Krieg spielt, also im sowjetischen Afghanistan-Krieg, wo sich ein Panzer verfährt. Tatsächlich in diesem Nichts verfährt er sich. Und die haben einen afghanischen Übersetzer mit dabei. Und dann haben die halt die ganze Zeit Gespräche. Also einer ist halt strammer Linienkommunist, der Kommandant natürlich. Der andere ist halt so ein gezogener Bauer irgendwie, der die Kommunistische Partei Russlands nicht mag oder Sowjetunion nicht mag. Und dann sitzt dieser Übersetzer noch drin und dann haben die halt lauter philosophische Gespräche über nicht Gott, aber schon die Welt. Also das sind so die drei berühmten Panzerfilme, die mir jetzt so auf Anhieb einfallen. Witzigerweise gibt es in den 20er Jahren bereits in Großbritannien ein Theaterstück, dessen einziges Bühnensetting, und da sind wir wieder bei der Kultur, dessen einziges Bühnensetting es war, einen dieser ersten Weltkriegspanzer von hinten aufgeschnitten zu betrachten. Mhm. Das heißt, es gab ein Bühnenstück, ein Theaterstück, das in einem Panzer spielte und nur die Besatzung gezeigt hat. Wo mir alle Belege, Fotos und so weiter fehlen. Ich weiß, dass es das gab, aber da ist halt die Frage, wie stelle ich das dar? Das wäre wahnsinnig gut. Genau, das sind so die typischen Panzerfilme. Und jetzt kommt übrigens aus dem osteuropäischen Bereich eine ganze Reihe von unglaublich teuren, auf Matrix-Optik getrimmten Actionfilm aus dem Zweiten Weltkrieg. Die also dann einzelne Tigerpanzer, die gesamte sowjetische Front bedrohen, zeigen, die dann mit Bullet Time und allem drum und dran, also völlig, völlig befreit von allen Sentimentalitäten, die wir bei dem Thema haben, wo wir vorsichtig sind. Das ist mit alles nicht bedacht, die lassen uns richtig krachen gerade. Das eben übrigens war ein Bild, Prager Frühling. Das hatte keinen großen Hintersinn, aber wir hatten es noch ausgesucht. Ich hatte es ausgesucht und wegen Mensch versus Maschine. Und interessanterweise, das sind die Bilder, die allen in den Kopf kommen, aber der erste Einsatz von Panzern gegen die eigene Bevölkerung war in Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Erst haben die Deutschen bei den linken Aufständen im Rahmen der Revolution die Panzer eingesetzt gegen die Sozialisten. Und im Vereinigten Königreich sind die Weltkriegspanzer gegen streikende Minenarbeiter in Glasgow eingesetzt worden. Ach Quatsch. Und das Interessanteste ist, einer der größten Einsätze war, kennt jemand die Bonus Army? Das ist toll, es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Also, die Amerikaner steigen Ende des Ersten Weltkrieges in den Weltkrieg ein. Die Soldaten müssen rüber und werden geködert, unter anderem mit dem Versprechen, wenn ihr den Krieg überlebt und gewinnt, kriegt ihr einen Bonus ausgezahlt. Ihr bekommt irgendwann Geld von der Regierung, weil ihr ja für uns gekämpft habt, in einem fremden Land, für irgendwas, was euch eigentlich nichts angeht. Das Geld kam nie. Und irgendwann kommt die Weltwirtschaftskrise und die Leute sagen, ich habe doch noch diesen Zettel von damals.
Und dann sind sie losgezogen und gesagt, wir wollen jetzt unseren Bonus haben. Wir verhungern, wir haben Hunger, hier sind unsere Familien. Und die sind so, ich glaube, 30.000 Mann waren es, also 30.000 Männer, Frauen und Kinder, sind nach Washington gezogen und haben sich vors Kapitol gesetzt und haben eine Zeltstadt aufgebaut. Und wir reden ja nicht über Iglu-Zelte, das sind die 20er, 30er Jahre. Die bauen da halt Holzhäuser und sind dann da. Woraufhin die amerikanische Regierung sagt, gut, dann schießen wir sie halt weg, was halt Regierungen so machen. Und haben unter anderem zwei Weltkrieg-1-Panzer französischen Modells, die haben die Amerikaner nachgebaut, eingesetzt, um diese Zeltstadt zu räumen. Jetzt rate mal, wer die beiden ausführenden Offiziere waren, Patton und MacArthur. So. Und das sind so Geschichten, da hast du dann wieder den Konnex Kultur, innerer Einsatz, Eurozentrismus, alles drin. Also es wird eine super Ausstellung. Also, meine Damen und Herren, der Panzer, der Deutsche jedenfalls, hat auch jahrzehntelang im Fußball als Metapher gedient. Das kann man ja mal erwähnen, als ein dankenswerterweise von der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung geförderter Fußball und Panzer wäre auch eine Ausstellung, Panzer im Abseits oder so. Früher wurden über die rumpelfüßelnde deutsche Nationalmannschaft, ja gerne auch vorzugsweise in England, irgendwie so super Schlagzeilen getextet, wie so deutsche Panzer rollen wieder und so. Aber auch da hat sich ein bisschen was geändert und mir gefällt die Idee, dass sich das geänderte Bild des deutschen Panzers als Fußballnationalmannschaft, dass das ganz viel mit dir und deiner Art zu tun hat, das Bild des Panzers auch zu ändern und irgendwie mehr als nur eindimensional zu betrachten. WM 2010, ziemlich lässiger Auftaktsieg der Deutschen über Australien und die italienische Zeitung La Stampa titelte: Ein multiethnischer Panzer mit vortrefflichen Füßen. Liebes Publikum, wir haben am Donnerstag unsere nächste Veranstaltung. Da sage ich aber nichts weiter zu an, weil sie schon ausverkauft ist und unsere zweite WG-Lesung im Programm ist. Aber am nächsten Montag können Sie wieder kommen zu unserem letzten Abend mit Erik Marquardt. Seenotrettung, super spannend, super hart, aber auch super wichtig. Und der Mensch hat jede Menge zu erzählen, vielleicht sogar noch mehr als unser Gast heute, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Ralf Rats, danke. Das hat Spaß gemacht.